mais um. Ja, jetzt hört man. Okay, hallo, ja, ich höre dich. Ja, das passt sehr gut. Ich lasse es in Ruhe, stell's einfach ein. Ich touche von niemandem sein Schild. Achso, ja. Ah ja, da unten, alles klar, perfekt. EX Plus Player ist. Nein. Ja, das passt so. Ich weiß, wer du bist. Nein. Soll ich dich eigentlich auch Kasim nennen? Okay, nenn dich Kasim. Ist einfach als KSM. Kasim und der Crushing Eagle. Und dann schreiben wir uns zu Marco. Ja, nee, ich glaube, ich nenne ihn einfach Eagle. Der Eagle? Okay. Wir müssen ja bei den Tags bleiben, sonst die Leute verwirren. Also EX. EX Plus Player? Ja, der wird jetzt Kasim genannt und der andere ist Crushing Eagle. Ich kommentiere mit Dai. Du musst ein bisschen her mit der Reihe rücken, ne? Ja, wir sollten zusammenrücken. Oh, okay. Ja, und wer mich nicht kennt, mein Name ist Mick. Ich kommentiere eigentlich eher Axis Game. Aber schauen wir mal. Das ist der Button-Check, oder? Button-Check, ja. Ich kümmere mich dann auch um die Scenery. Ich klicke gerade mal nur durch. Game Overlay? Ja, Game Overlay. Ah, einfach nur auf Transition klicken immer. Einfach nur auf Transition klicken. Ah, okay, danke. Okay, perfekt. Ja. Okay, ja, wir wechseln einfach, wenn die ins Match gehen, ne? Ne, das passt schon. Lass es einfach. Jo, okay, wir machen dann Transition und dann... Also das linke ist das, was gestreamt wird. Das rechte, okay. Also so sind die Spieler. Okay. Das ist das, was gecallt wird und das ist halt die Preview, ne? Okay. Alright. Alles klar, perfekt. So, jetzt sieht man das Spiel, okay. Wo ist die Mütze? Ja, Kasim sollte Chaos picken. Er spielt dann den aus, Chaos. Er hat jetzt angefangen, Seth zu spielen, aber wahrscheinlich wird er... Oh. Wahrscheinlich bleibt er beim Chaos. Okay. Weil das wahrscheinlich immer noch sein bester Charakter ist. Nee, nee, ideal. Nee, ist alles perfekt, gut. Perfekt. Ei. Sieht aus wie Netplay BMB, Park plus Godot vs. Chaos. Ja, okay. Auf jeden Fall Netplay BMB. Spielernamen passen auch. So, sollte First to 2 sein. First to 2, ja. Ich glaube, erster Fall ist First to 2. Ich bin erst sehr meistens ist gerade. Okay. Okay, Eagle mit jetzt Corner Carry, ne. Overhead wird geblockt, aber das ist der Guardpoint Overhead von Wagner. Ja, mit dem Schildbuff behält den Guardpoint. Und wird low geöffnet. 2C-Starter. Ja, und Step on me Wagner, Step alles klar. Das war eine schnelle Runde vom Eagle. Ja. Schauen, was KSM als Antwort hat. Oh, ist der Dive auch plus mit EX? Nee, der ist 0 on Block. Okay, ja, 0 on Block, okay. Und er wird getroffen von DP. Ja. Ah, kriegt einen Hit, aber wird wahrscheinlich den Warp-Cycle verlieren. Oh, DP weg. Ah, einfach mein Dive. Oh, die Extension getroppt. Ja. Das Meter aus Gamer zu gebracht und kriegt jetzt noch den Shield-Buff. Okay. Shield ist gebufft, ne? Ja. Ja, Shield-Buff. Interessant, dass er häufig den Shield-Buff wählt, statt den Schwert-Buff. Wahrscheinlich, weil der KSM häufiger contesten wird. Okay. Und er dann lieber. Mit der Shield-Buff und da ist der Tackle. Ei. Durch den Shield-Buff behält er ja Guardpoint, bzw. kriegt Guardpoint auf all seinen Specials. Ne? Ja, das ist schnelles 1:0 für Eagle. Und ja, Instant Rematch von Kasim und Eagle. Aber Eagle recht confident. Ja. Und auch direkt wieder direkt den Counter-Hit. Counter-Hit, Jump C. Oh, droppt den Link. Aber ist kein Problem. 66C, Trip Guarded. Wie ein Gott. Mhm. Das sieht wieder nach einer sehr schnellen Runde für Eagle aus. Eine schnelle Runde für Eagle. Und der Step ist low, ne? Ja, das ist das Mix. Wenn du auf den Shield Overhead reagierst und du dann High Blocks, kommt der Step, der tut CS. Muss halt CS benutzen, um konverten zu dürfen, aber kriegt dann dementsprechend auch 4000 Damage. Da hätte man eigentlich nur High blocken müssen, weil alles, was passiert, ist der Two-String. Oh, Whiff into Throw. Ja, der 6xB ist einfach eine Frank-Kill-Sequenz. Du baust halt Grid durch das Power-Movement. Okay. Oh, das dürfte schon wieder gewesen sein. Oh, das war das 2-0. Double P von Eagle hier. Double P. 2:0. Schnelle Runde. Starke Runde, auf jeden Fall. Jetzt weiß ich leider nicht, wer als nächstes dran ist, weil wir immer noch eine Distract hier sehen. Oder ist das vielleicht auf dem Chrome? Nee, schau mal rein. Sieht nicht so aus. Ja, doch, doch, wir können da schauen. Undernight. Ja, Worst Case schaust du auf dem Handy? Ja. Ja, das müsste dann der. Okay. Dann müsste das der 60 Mixy gegen Lionheart sein als nächstes. Wenn wir das Winners-Gedöns zuerst machen. Ja. Ja, macht den Sinn. Achso, okay. Wundert mich, dass die Seite überhaupt offen ist dann. Ich glaube, der Roy, der wird von selber kommen. Okay. Ei. Müssen wir, glaube ich, keinen rufen. Der Roy, der trägt ja gerade das Gedöns ein. Results. Ja gut, nächstes Match. Ach, können ja schon mal Dings den Namen ändern. Das wird dann. Wer spielt? Du und Sixty Mixy, alles klar. Player One Side? Ayo. Lion haben wahrscheinlich, ne? Ei. Kleines L? Nein. Wieso wird das denn so klein, ey? Was ist das? So. Und. Ah, okay. Achso, okay. Gegen 60 Mixy. Ei. Und Scorpion. Ja, genau. Okay. Als nächstes vermute ich mal, sehen wir Nanase gegen Hilda. Hilda ist das, ja. Ich weiß nicht, ob das auch Winner-Side-Match ist. Vermute mal, ja. Ja, es ist auch Winner-Side. Also der Gewinner von dem Set muss dann wahrscheinlich gegen den Eagle ran. Richtig. Okay. Und welches Team wird es? Das Nanase-Team. Gute Entscheidung. Ja. typischer Nanase-Pick. Diese Nanase-Spieler. Ja. Ist nebenbei auch mein Wecker, die Bicom-Version. Die ist grandios, dadurch wird man so immer dann wirst du. Das ist der beste Wecker. Angenehm aufwachen immer. Angenehm ist eine Sache. Die machen Button-Check, dann machen wir kurz eine Transition, damit ihr auch mal die Spieler seht. Also rechts auf dem Screen seht ihr Lionheart, links Sixty Mixy. Ich glaube, der ist das erste Mal auf einem Undernight-Event, oder? Das weiß ich gar nicht, aber er war auf jeden Fall heute nur offline. Er ist einer von den Solinger Boys. Also einer von okay, er ist ein Solinger Regular, alles klar. Wurde auf jeden Fall vom Eagle mitgebracht. Mhm. Spielt, glaube ich, auch erst seit PC-Release. Er meinte zu mir, er hat keine PS4, das heißt, spielt seit PC-Release und ist auf jeden Fall verdammt gut für die Zeit hier. Okay. Ja, ich weiß nur, es gilt als sehr stark. Und es sieht aus, als würde es direkt spielen. Kann das sein? Das sieht aus, wie als würden sie sofort spielen. Ja, sie spielen. Ei. Gut. Sagen sich, Roundstart bei dem Matchup relativ unwichtig. Also, ja, die Hilda gewinnt eigentlich Roundstart per Default Mittel. Und hier nutzt er den Bailoff und A. Wofür hat er den Bailoff gemacht? Das kenne ich generell weniger als Combo-Tool. Achso, es gibt Charaktere, die enden halt den Bailoff, wenn sie die Grid-Cycle verlieren, damit sie Warpel strippen und selber dann halt Warpel gewinnen. Okay. Nice. Das ist halt recht wichtig bei Hilda, dass man das nutzt. Weil dadurch, dass du den Warpel-Cycle gewinnst, kriegst du halt Zugriff auf den Warpel-Trade, das heißt, du kriegst verdammt viel Meter, wenn du Chain-Shift bist. Und ja, ich hasse halt Combo-Extensions mit 3 C-Specials oder was. Okay, da war eben schon wieder Rail auf. Kann man das jetzt als Cancel benutzen, dass man danach Pressure Extend kann? Nee, das ist eigentlich, also Raw Rail Off nutzt man entweder als Combo-Ender oder als, wie ein Burst. Du kannst zwar nicht Guard Cancel mit Rail Off, aber Wake Up Rail Off oder. Ja, aber eben war 60s Rail Off so rot und da kommt dann die Pressure Extend. Das ist, wenn du den Warp, also wenn du Warpel hast, also Recycling hast, hast du Zugriff auf den CVO. Das ist der Combo Rail Off. Combo Rail, ja, genau, okay. Da hast du weniger Meter, aber dafür kannst du halt da reinkommen. Okay, ja, und jetzt auf jeden Fall. Sixty Mixy hier zeigt noch Bilder, so gerecht ist. Mit ihrer Fullscreen Pressure. Und same side. Shieldet den R-Normal. Und kriegt den Punish. Droppt da die Kombo. Und der Sixty Mixy einfach am Mashen. Ja, so muss man das machen. So kennt man ihn. Gut, den anderen Night wahrscheinlich nicht, aber 1:0 für Sixty. Anderen hat ja eher ein ruhiges Spiel. Ja. Kann man sich ruhig Zeit lassen. Ja, in dem Game hat man auch eher weniger defensive Tools. Man hat halt Zugriff auf den Guard Thrust und auf Wailoff. Weil sonst ist halt Blocken sehr stark. Oh, und er wirft seinen 6xPs, glaube ich. Ja, das war der 6xP. Catch der Backdash, aber verliert gegen Leute, die reinlaufen. Aber kriegt sofort wieder den Turn. Und das soll den Knockdown enden. Das ist eine Pin. Ja. Und fährt sein 50-50. Und Blade Overhead. Das ist ein legitimes 50-50. Entweder charge halt den Jump-C oder geht halt laufen. Die Damage, ist das die High-Damage-Version? Ja, das ist 5000 Damage und mehr. Das ist die Hilda, wie wir sie lieben. Aber es reicht nicht. Ist Hilda ein High-Damage-Character oder wie? Ja, sie ist ein High-Damage-Character. Sie hat halt Zugriff auf diesen einen 50-50 und gewinnt Blue Chip per Default, dafür ist aber halt ihre defensive Flash mehr. Sie hat es aber auch nötig, dass sie diesen hohen Damage hat, weil sie halt Neutral zwar gewinnt, aber nicht den Gegner öffnen kann. Okay. Also schlecht öffnen kann. Man braucht sie schon, diese Two-Touch-Sequenzen. Und ich nehme an, der Slide, das ist ein Meaty-Setup, das der Plus wird. Ja, das ist ein Meaty-Setup. Man kann einfach nicht hacken, da wird man nicht getroffen. Aber ich glaube selbst am Baited. Ja, der Wailoff wird gebaitet von Plum oder wie es heißt, ne? Ja. Und Crit Break. Gewinnt automatisch dadurch Warpel-Cycle. Warum wirft er denn da an der Stelle? Hat halt ist ein häufiges Setup, dass man für Gloom Rain Pro geht. Haut dann 2800 Damage. Okay. Hat man schon vorher gesehen im Set. Was mir auch auffällt, was Lionheart wenig macht, die Tackles von Nanase, wo es so schnell nach vorne geht. Es ist schon wieder vorbei. Das ist weit. Das ist nicht legit gegen Hilda. Die Tackles wird eher weniger benutzen. Okay. Da die Nanase, also das ist schon ein Commitment und du kannst, glaube ich, die Dash Now mit sich canceln. Und, also ich meine, es sind nicht Punishment, aber halt Hard Minus. Du gibst schon deinen Turn auf. Okay. Das willst du in der Regel nicht gegen Hilda machen. Und dadurch, dass du halt den Turn verlierst, pusht sie dich halt sofort wieder raus. Okay. Ich glaube, wir können wieder einfach Stack Transition. Ja, jetzt sehen wir leere Stühle, Sixty am Aufstehen. So, als nächstes müsst ihr Royal gleich schauen, wer als nächstes spielt. Das war's auf jeden Fall fürs... Hi. Haben wir schon gewechselt? Oder? Ah, ein Stück nach rechts, okay. Ei, okay. So. Als nächstes haben wir IL. Ich weiß nicht, warum der Spieler kommt jetzt. Normalerweise nicht bekannt für dieses Spiel. Der BL. Ist das Losers? Ja, das ist jetzt Losers Quarters. Das wird Candy gegen Servo Shell. Und Biber gegen... Das ist Losers Round 5. Losers Quarters ist das, ja. Gegen Zero Chain? Ja, Losers Top 8. Habe. Losers Top 8. So. Ah, okay, ja. Und da steht Losers. Weiter oben, was steht da? Nee, irgendwo. Ei. Haben wir das jetzt auch fertig? So. Haben wir den BL, wofür steht das nochmal? Nicht Boys Love, sondern Black Line war es? Ja, ich denke auch immer an Boys Love bei weiteren Tags. Es geht nicht anders. Ist halt bitte? Ja. High Quality Commentary, Mann. Also, vor allem darf ich in Deutsch kommentieren, dann ist es nochmal besser. Bald bin ich der beste K-Mein EU, weil alles droppen werden. Ja. UniClear. Wir haben halt Ecstasy und Padu. Also Padu ist ein Schwede, okay. Ecstasy weiß ich jetzt gerade nicht. Warum droppen die mit UniClear? Weil sie PC-Spieler sind und UniClear hat noch keinen Confirmed PC-Release. Das Übliche. Das heißt, ja, ist halt die BMB, ne? Wie bei UNIST. Okay. Und das bedeutet, da ich eine PS4 besitze, werde ich per Default, obwohl ich auch nicht Top 8 geschafft habe, werde ich automatisch der beste Kamen-Spieler EU. Das verstehe ich als nicht, weißt? So vor 10 Jahren haben die Leute gesagt, wir kaufen uns eine Konsole, damit wir das Fighting Game spielen können. Und heutzutage sagen wir, warten einfach, bis der Release kommt. Weißt du, ich bin immer so hyped, ich muss es direkt spielen, ich kaufe mir dann einfach einen. Finde ich okay. Aber es gibt halt, also Padu ist halt 17 Jahre alt, er ist halt Schüler noch. Ja, dann gut. Also bei ihm ist halt die Sache, er kann sich halt die Konsole nicht leisten. Wenn sie es nicht leisten können, ist es ein anderes Thema. Er geht halt auch auf viele Turniere. Ja, dann ist okay. Ist halt einer meiner Boys, deswegen weiß ich das. Ja, alles klar. Kenn ich halt mit Dragon Ball Zeiten. Okay, hier auch wieder Button-Check erst. Erstmal haben wir den Button-Check. Der Zweiseite Candy. Bekannt für seinen Kumheion aus Guilty Gear. Ja, nee, ich glaube, dafür ist er nicht mehr bekannt. Ja, ist bekannt fürs... er war mal bekannt dafür. Bekannt fürs Heulen auf Twitter. Ja, das ist so ein... Und er ist der beliebteste Johnny-Hater auf Twitter, Discord. Und Servo Shell, einer der stärksten BB-Tech-Spieler in EU gewesen. Ich weiß nicht, ob es immer noch ist, auf jeden Fall. So, Namen abgetauscht. Der Set-Spieler Candy, Yakuya, Servo Shell. Reckers into Webs ist leider fake, aber wer kennt schon die Antwort aus der Welt? Also, ich spiele direkt. Nein, sie spielen schon, kein Button-Check. Gridcycle geht an Candy. Ja, mal gucken, ob er ihn auch benutzt wird. Hat Seth eigentlich ein DP in der Version? Seth hat kein Mieter des DP, aber er hat seinen 600er LC. Okay. Das ist der Dash Specialer. Der ist sein Reverser. Ja, aber Zero Chain zeigt auf jeden Fall mal, er kann Yakuya spielen. Ey, hätte er blocken müssen. Das Websetup war leider nicht gut, aber wenn man reinspringt, kann man den blocken. So wie ich Candy einschätze, wird er keine Ahnung von dem Matchup haben. Ja, das stimmt, weil er das nicht spielt. Er rennt nicht viel. Er grindet ist halt. Aber er öffnet den Gegner, kann jetzt sein Zapplay. Macht jetzt, ja, legt ab. Das ist übrigens ein Seth, der von sich selbst behauptet, der kann das Spiel nicht. Daher sieht es eigentlich relativ solid aus. Jetzt eine gute Whip-Punish von Servo Shell, aber konnte nicht von dort. Kommt den Command Pro. Ja, der Command Pro. Wieder keine Conversion, aber in der Corner. Gegen Yakuya ist Corner, glaube ich, der worst place to be. Aber checkt den Throw. Counter Throw war zu früh. Aber kommt das noch Corner raus? Ah, aber das geht nicht. Weil die jetzt relativ hart am Spaghetti gucken. Servo Shell mit der Pressure. Lecker Web. Hat nicht die Antwort darauf. Servo Shell wird das wahrscheinlich weiterhin nutzen. Also ich weiß von Charakteren mit DPs, wie zum Beispiel Wagner, die dürfen einfach DPs. Das sind das. Oder mir wurde auch gesagt von Hilda, sie darf einfach 6 DPs. Ah, da ist der DP. Kriegt die Runde. Also nicht die Runde, schade. Aber, der 2C. 2C, ja. Gott, like 1-1. 1-1. Yakuya mit mehr Meter. Ah, 66C. 66C. Trifft den 2C, geht in den Knockdown, kommt die Convert. Die Convert, wenn es nicht droppt, startet jetzt das Setplay und Recker und Webs. Und macht er das Setup, TK Web? Ja. So. Das ist halt sehr gefährlich, dieses Setup, weil man an der Stelle nicht viel machen darf, ja, sondern raten muss, sehr viel raten muss. Und Yakuya ist der Charakter, der das stärkste TRM-Game hat. Und das ist ein solides Perfect von Zero Chain. Ja, mit 1:0 für ihn. In der Corner muss man leider, darf man leider nicht contesten und muss halt warten auf die Throws. Und wenn man halt den Throw-OS nutzt und TRM forst, tut das halt erst recht weh. Okay. Und dadurch, dass er halt die Webs legt, schmeißt er halt den Gegner rein mit dem Throw und kriegt halt soliden Damage, Meterbild. Okay. Yakuya bekannt für sein Meterbild, vor allem durch die Reckers sind halt sehr viele Multis. Baut halt mit einer Combo locker 80 Meter. Okay, das heißt, ein Poke und eine Combo und du hast halt schon ein Zap-Land geklaut. Ja. Fürs Corner Carry ist auch bekannt, darf auch jederzeit Side-Switchen. Da das jetzt soll jetzt in die Corner gehen, ne? Ja, geht in die Combo. Dann platziert er 3 Netze. Recker hat das Meter gebaut. Und startet sein Stepplay, hat auch Warple. Ah, aber hat leider den TK verkackt. Aber er kriegt den Hit trotzdem noch. Kann er jetzt sideswitchen? Ja, er macht den Sideswitch. Ja. Und back in Corner, liegen die Netze dann noch? Ja, die liegen dann noch. Und er kann bestimmt converten dann. Natürlich. Und DP. Der Candy. Warple, ja. Ja, nimmt die Combo. Wird er sideswitchen? Ja, legt die auf. 6 KB, kommt mit 2A. Wieder Orb, DP. Ah, aber die Combo kann er nicht machen. Aber es sah nach Reset aus. Nee, das war einfach nicht die Combo. Und Warple nochmal. Das ist der Candy Spezial. Wenn weiter Warple hat, macht er sofort Run-Up, Command Grab, CS. Aber er macht keinen 6 KB, ist egal. Er kriegt den Reset. Drop Selects, die sind da. Beide Vollmeter. Das sah punishbar aus, der Recker. Nee, da natürlich nicht. Er hat lustigerweise ziemlich wenig Recovery. Kommt hier privileg, also. Und kriegt das Scepter gestartet. Okay, ab geht's. Oh, TK. Ach, kein TK. Aber er lässt sich in der Corner. Oh, guter Mesh. Ja. Kennt jemand an der Stelle. Ja, war nicht legit. Das ist der 6.3B, dieser, wo er unsichtbar wird in dem Netz. Ist in einem Block gebildet. Aber dadurch, dass er im Blockstand war, hat er sich getroffen. Und aber ist kein Problem. Schafft er das diesmal? Schafft das diesmal? Ja, nein! Er muss nochmal treffen mit dem Jump. Ist raus. Ah, nice Tag. Nice Tag, ja. Er hat Warple. Bitte die Combo aufhören, um nochmal was zu probieren. Ja, gewinnt einfach nochmal den Crit-Cycle. Fällt mir bei beiden auf, sie achten jetzt zu 100% aufs Crit. Was? Ja. Candy Spezial, kriegt die Combo. Ah, droppt sie. Aber er bleibt weiterhin nicht hören, verliert zwar Wochen. Und er kriegt die Party. Wenn er das richtig macht, wird's killen. Ich weiß nicht, ob er weiß, wie man den Mieter dampft. Wir werden es herausfinden. Schade, er hätte den IWEXS gehen können. Okay. Und da ist Conversion von Zero Shell. Ja, und kriegt den das tötet. Das tötet. Hätte es noch optimieren können mit dem Chainshift. Chainshift gibt Meter. Okay. Damit er das für die nächste Runde mitnimmt. Ja, richtig. Hätte nicht das komplette Meter bekommen, weil es sich nur langsam auffüllt. Okay. Aber es hat er auf jeden Fall Meter gebaut. Okay, das ist ein typischer Gamble nach dem Wurf. Weißt du, plus 5 Vorteil. Plus 8. Plus 8 sogar. Aber es sind 8 Frames, wo man Invul ist. Das ist das Interessante. Das bedeutet, man kann halt auch, wenn der Gegner drückt, kann man immer noch rüber sind. Man ist nicht im Block da. Da ist wieder DP. Der Candy. Cancel, ja. Sideswitch. Aber verliert den Warple. Den Grid Cycle. Und aber direkt nicht die beste Option von Zero Shell an der Stelle, meiner Meinung nach, aber hat funktioniert, was der Corner zumindest. Und bekommt jetzt den Hit und das dürfte töten. Das wird wahrscheinlich töten. Er droppt es. Und aber es ist kein Problem. 2-0 für Zero Shell. Damit Candy gestorben, raus aus dem Turnier. Nee. Best of three. First to two. Du hast gewonnen. Gratuliere. Als nächstes on Stream habe ich gesehen Biber gegen... Ich kenne ihn nicht. Tomator. Tomator heißt er. Alles klar. Okay, wir wissen, Biber ist ein Enkidu-Spieler. Enkidu. Unerwartet, hätte gedacht, er spielt Hyde. Weil er Kai immer spielt. Ja. Aber er ist ein Enkidu-Spieler. Tut's, als wäre er on ist. Dann kriegt er eine Whip-Punish, Havoc into Tons of Damage. Tomator. Ich ändere mal den Namen. Auf Player 1 Seite, also rechts, haben wir Tomator. Und auf Player 2 Seite haben wir den Biber. Ei. Okay, auch ein Nanase-Spieler scheinbar. Ein Nanase-Spieler. Und er pickt da auch keine guten Pellets. Vielleicht gibt es auch gar keine Farben, die er unlockt. Und vielleicht ist das Hauptproblem. Das kann sein, ja. Also für Enkidu sind auf jeden Fall die Farben nicht unlockt. Ja. Okay. Random Select und welches Team nehmen Sie? Enkidu. Ein solides Team. Gibt es eigentlich keinen Button Select in Undernight im Versus Screen? Nee. Oh. Den Button-Dings kann man hier machen jetzt. Okay. Wechseln wir mal. Schauen, ob sie direkt loslegen wie die anderen zuvor. Nice, anbeiten den Restart-Button. Nicht, dass sie aus Versehen. Nee, die gehen zurück zum Character Select. Zurück zum Character Select. Amateur. Die wollen den Roundstart vorher. Ja. UNIST BMB ist entweder direkt da in dem Menü spielen oder Button-Check für 2 Minuten. Ah ja. Okay. Haben das Higher vergessen. Okay, Conversion von Tomator. Ah. Dann ist das okay. Ich denke immer darauf, dass du halt dieses Wiki-Projektiv machst. Okay. Und dann ist das halt immer der Gap zwischen Pro oder Crystal. Das Projektiv. Was ist das? Der Nanase war früher mein Main in Unil. Daher kenne ich mich bei ihr ein bisschen noch aus. Ei, solide ist perfekt. Tomator auf jeden Fall einen anderen Stil als Lionheart am Start. Ja. Rift Cancels von River. Hammer. Ah, leider kriegt er nicht viel. Overhead wird geblockt. Jetzt ist auch der Corner. Die Meta-Option. Ah, oh, Safe Jump sogar. Aber und High-Low-Mixer. Wieder wie die Projektil. Und bekommt den Match. Und kriegt Conversion und den Kill. Schnelle Runde von Tomator auf jeden Fall. So wie das 1-0 von Tomator. Man sieht von Tomator, dass er recht wenig das Strike Pro Game spielt on OP. Fährt lieber halt das High-Low mit 6B, 660. Da ist halt damit durchgewerten mit Projektil und auf Swartka. Das ist auch der Tackle-Move, von dem ich vorhin gesprochen habe. Swartka, Würfel. Man kennt's. Oh, aber überhaupt das. Sie kann ja jetzt mittlerweile das Projektil abheben lassen, ne? Ja, mit dem 5B kann sie das Projektil nach oben steuern. Dann Warp mit DP. Was mir auch auffällt, bei allen Spielern bisher, Assault spielt fast keine Rolle mehr. Ja. Wie kommt das? Ich glaube, dass die Leute aber, also das Ding bei Assault ist halt immer, dass du zwar nicht mit Assault Jump 10 Leute öffnest, aber du hast halt, wenn du Zugriff hast auf Assault Jump 10, dann kannst du halt mit CS das Zugriff ausprobieren. Dann kannst du sowas machen. Da war es. Machst halt sowas für, wenn du den Read hast auf Pro OS. Okay. Kannst du sowas ist der Gegner Grip Broken. Und zieht den 6x10, DP. 2A. Schön 2As. Kriegt die erste Runde. Aber ja, häufig ist das der Mix beim Assault halt Charge with Button into Throw oder Empty oder zweimal halt Assault. Aber in der Regel willst du echt wenig Assault am C Raw drin. Beim ersten Mal öffnet es kaum Leute. Okay, das war ein Gamble, dass er reinmatcht, aber Biber kriegt den Hub-Up-Starter und das ist so wieder 2x Damage. Und auch Punish und Block. Punish. Drückt die Kombo. Ja, aber dafür wird er höchstwahrscheinlich. Nein, oder? Ja, Grip Broken. Hat versucht zu essen, wahrscheinlich. Okay. Zu killen. Und wieder Assault, um den Wurf zu punishen. Haben wir versucht, so. War leider kein Anti-FOS. Ja. Okay. Und das 1-1. Oh, der ging auch wieder schnell. Sehr einseitig uns bisher von beiden. Scheint so, als wäre der entscheidende Faktor, wer zuerst den ersten Hit kriegt. Beide wissen nicht, wie man mit in der Offensive dealt mit dem Gegner. Ja, das sieht echt so aus. Ei. Der Tomator hat bisher leider sehr viele Risiken genommen. Häufiger als Walker gedrückt, oder 6xA, 6xA. Und spielt halt wenig die Projektile herum. Enkidu hat halt wenig Tools, um diese Projektile umzuspielen. Okay. Ich denke, dass man das hier einfach Keep out kann. Beziehungsweise halt auf die Mittel zu gehen. Versucht den Gegner zu öffnen mit dem Schirm. Guter Backdash war aber auch gerade sehr close. Oh, Wurfelwurf ist, glaube ich, auch nicht die beste Option in dem Spiel. Das ist eine solide Option, deshalb besiegt halt 5A. Okay. Verliert aber, also... Ach so, weil man ja Invul bekommt, ja. Genau deswegen. Nee, man ist halt, also Throw ist halt, meine ich, 5 Frames? Okay. Ich bin gerade nicht irre, 5 Frames. Also in CS ist natürlich in der Regel, wenn man es halt so drückt, ist es halt eine Null-Situation. Okay. Wenn man halt confirmt, dass der Gegner was drückt, den fehlt man. Und sonst ist halt eine Null-Situation, da drückst du einen Row, machst du einen Backdash oder wenn du den Read of Row hast, dann machst du einen Rising Jump Button, weil der Gegner steht. Und dann kannst du halt da rauskommen. Und Grid Cycle geht an Nanase. Schaut hier. Ah, oh, da ist Hilo wieder. Ist halt auch safe mit dem Projekt hier, also es ist absolut so wichtig. Aber was der Biber eigentlich macht mit an der Stelle ist einfach nicht hacken. Dann würde er das Projektil dort. Und jetzt kommt gleich Warple irgendwann. Der Change wird da kommen. Ah, leider ist die DP ziemlich scheiße von alles hier. Geht zwar nach oben, wie jeder andere DP, aber die Horns sind. Ah! Oh, leider kommt man rum. Das war, glaube ich, Jumping C-Starter. Horizontale Range von 90 DP. Oder Overhead. Und Overhead! Und wird er finishen? Ja! C-Special in IW und das ist das 2-1 von Biber. Solide Runde. Damit Tomator auch raus aus dem Turnier. Als nächstes on Stream weiß ich nicht, wer kommt, aber auf jeden Fall eine der zuvor gesehenen, weil sie sind jetzt in der Top 6. Ne? Sonst wahrscheinlich Losers spielen, denke ich mal. So wie immer. Losers. Schauen wir mal, wen Roy hierher schickt. Das ganze Semifinal, also Losers Semifinal-Gedöns kommt da jetzt. Dann Winners Final, Losers Final, dann Grand, wenn ich mich gerade nicht irre. Wen schickt jetzt Roy nach vorne? Who's the next opponent? Roy steht schon mal selbst auf. Roy ist on Losers. Es kann sein, dass er jetzt spielen wird gegen Zero Chain. Ei, okay. Alles klar. Wir haben jetzt Roy, Lionheart Roy. Nanase Spieler gegen Zero Chain. Der Yakuya spielt. Auf Player 1 Seite, also rechts, den Lionheart. Let's resetten. Langsam richtig. Ei. Character Select Musik, eine der besten. Ja, ich bin biased. Bist du biased? Ich mag ihre alte mehr. Nein. Also die alte Game Musik von Melty Blood. Ja, die von Melty Blood ist persönlich meine beste, also ich finde die jetzt am besten. Ja. Melty Blood ist auf jeden Fall. Ich bin ja ein OG Melty Blood Spieler und daher ist meine Affinität zu Undernight nicht so hoch. Ich bin halt erst 2018 mit Dragon Ball released. Habe ich erst angefangen Fighting Games zu spielen und erst Juli bin ich halt erst auf aktiv erst auf Hard Read. Okay. Oh ja. Ah, jetzt, ich glaube, die Runde wieder direkt. Ja. Ei. Ach, da müssen wir. Oh, sorry, Boys. Ei. Jetzt passt. Hab nichts verpasst. Lionheart geht Ham, ist in der Corner. Ei. Staircase-Kombos, so kommt das Setup. Wartet extra, damit der 2.16 nicht kommt. Der Reversal von Yakuya, seine EX-Recker. Aber schön. Das meinte ich mit Optimizen. Den CS extra einfach gedrückt, um Meter zu bauen. Ah ja, und hier macht das jetzt zum Beispiel. Das ist dann echt matchup-spezifisch, wo Lionheart den Tackle auspackt oder nicht. Ja. Und da war 5B. Low. Solche sucht auch immer auf Distanz die Punkte, an denen er safe in Shield gehen darf, um Waffel zu kriegen. Sehr schön gemacht. Make the Hits. 3, 8, 3, 90er. Wow, 500. Zeit. Ah, verkackt wieder mit die Gate. Aber er behält den Corner. Ja. Besser als nichts. Kommt ins Ziel. Man sieht von Servo Shell häufiger, dass er den Overhead drückt, lag nur in der Corner. Und ja, wenn er... Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt ein Stück Bailoff, um das wieder zu recovern. Ah, da war der DP-Trade gegen die EX-Recker. Man sieht von Servo Shell häufiger den Overhead, sobald er Change-up hat. Gibt man natürlich schöne Konverten raus. Ah. Ich weiß gar nicht, ob Nanase gegen diese Web-Gimmicks DPen darf. Weil ja, DP ist ja einer der schlechteren. Ich weiß nicht, ob der so weit nach oben geht. Aber nach oben? Nach oben? Ja, der geht nach oben, aber ich weiß nicht, wie weit nach oben. Und hier sind wir wieder von Zero Chain, die leider das Setup verkackt. Aber ja, Change-up. Alles gut. Zwei Arten. Ja. Was auch richtig kommt die Combo, ja, weil bei der Staircase-Combo muss man immer viel delayen. Ja. Zumindest bei der Route, die Lionheart probiert. Wirklich Setup, ja. Time-Tag vom, wie nennt man den? Purple Throws. Purple Throws, ja. Late-Tag, Late-Throws. Weißt du, in der Regel, sobald sie nicht getaggt werden, ist es ein TRM. Ja, okay. Es wird hier nicht angezeigt. Oh, der Fuzzy. Der Fuzzy. Und das 1-0 für Lionheart. Das ist anders wie im Playthrough. Im Playthrough wird TRMs werden angezeigt. Wird auch im BB angezeigt. Ja, manchmal BB. In UNIST nicht. In UNIST wird es nicht angezeigt. Ja, in UNIST nicht, in BB okay, nicht. So, man sieht das immer so aus, als wäre der Gegner ein Otto, weil er nicht getaggt hat. Ah ja, okay. Das finde ich nicht gut, dass es nicht anzeigt. Ist halt Bild in BM. Und? Kein Punish? Ja. Kommt aber den Backdash. Das meins Wort, Wodka an sich ist nicht punishable, das kann ich aber. Okay. Du kannst natürlich auch Rain trappen. Wenn du das machen möchtest. Ja. Nice. Hier hat der Lionheart Force Function genutzt, um halt das Projektil zu nehmen. Hat dafür den Cycle gekriegt, aufgegeben. Da Force Function ist ja für kosten. Okay. Aber hat dafür natürlich nicht dabei, weil er nicht reversen kann. Und die Staircase Combo kriegt das perfekt. Ja, das ging wieder relativ zügig für Lionheart. Was ich auch wenig sehe, Flycat macht mit Lionheart kaum. Sind die überhaupt immer legit beieinander? Sorry, was hast du gesagt? Die Flycans ist bei ihm mit BC, mit ihrer Force-Punk, sehe ich kaum. Ja. Lionheart benutzt. Ja, sie spielt ja SF. Spielt halt sehr viel mit Stack auf dem Platz. Ich weiß auch gar nicht, wie legit das hier ist. Ich glaube, man kann einfach runterlaufen. Ich bin gerade nicht irre. Oh, die Setups jetzt? Ja. Reingeschoben. Setup. Wenn er gebacktaggt hätte, wäre er trotzdem im letzten. Aber dann hätte er wirklich eins, was ich schon mal angewiesen. Okay. Aber wir sehen, wie Servo Shell jetzt die Kombo kriegt, in der Corner ist. Recker und die Webs. Und kriegt er diesmal das Setup hin? Ja, macht es sicher. Traut sich nicht mit die Case zu machen, aber ist trotzdem müde. Lässt leider Lionheart aufstehen. Kann ich nicht mit dem 2C. Die Netz sind weg. Ah, und kein Hitbocker. Lionheart auf jeden Fall mit der Geduld eines Bruders hier am Start. Auf jeden Fall. Da ist der Punish gewesen. Mit Sportcar. Ah, Kombo. Aber nee, das kann sein, dass es ein Geräusch-Reset ist. So ist nicht häufiger. Der Risuno macht sowas. Okay. So was Ähnliches. Oder beziehungsweise das Setup. Aber ja, wenn er das jetzt nicht droppt, dann ist es jetzt vorbei. Und macht der IWXS. IWXS, kein Rasengan. Und das wird das 2-0 sein. Nee. Der Rasengan ist doch ein anderer, ne? Leider ist, nee, das ist jetzt IWXS, aber ja. IW ist dann das Rasengan. Schön betont. Der Lionheart mag das nämlich. Okay. Ich glaube, er hasst es eher wahrscheinlich, ne? Natürlich. Ja. ich hab's schon fast vermutet. Wo war das Rasengan? Muss er selber lachen. Bedeutet, jetzt als nächstes werden wir das zweite Loser Semi-Match sehen, das zwischen... wer wird das sein? KSM? KSM hat er gegen den Marco, gegen den Igel vorher gespielt. KSM gegen... da war das nochmal. Wer hat er nochmal gespielt davor? Kasim hat gegen... gegen Igel verloren. Ja, ja, genau. Gegen Igel hat er verloren, aber wer war das nochmal in dieses Quarters? Wie bitte? EX2! So, vorher stand wohl EX Plus, war das? EX Plus Player? Ja, EX2 Player. EX2 Plus oder nur EX2? Okay, willst du 2 da stehen haben oder wirklich 2 ausgeschrieben? Nee, ne 2. Okay. Ja, plus groß. Also egal. Da ist ja alles groß, alles groß angezeigt. Und ach, wie groß ist das? Genau. Kurz zu Camp. Genau, wunderbar. Da sehen wir den schönen KSM EX2 Plus Spieler. Wie er erstmal seine Farbe kaufen möchte. Muss natürlich ernst spielen. Und stylisch untergehen. Oder stylisch gewinnen, wir werden es herausfinden. Es ist immer wichtig, die eigene Farbe zu haben. Ja. Ich kann das nur nachvollziehen. Außer er spielt Default. Dieses Match. Ich weiß gar nicht genau, wie jetzt das Match aussehen wird. Also Chaos hat halt häufig Setups, wo in der Regel man den Turn aufgeben würde, aber dadurch, okay, dass er halt A, die Feuer sammelt, da kommt immer erst Delayed hoch oder sowas, wenn er 2-2-A meine ich macht. Okay. Ich kenne die Karte selber nicht genau. Zum Beispiel kann er halt immer noch seinen Turn klauen, was zum Beispiel der EX2 Plus Spieler häufiger macht. Ich glaube, wir haben KSM vorher getauscht. Nee, Kasim. Ja, wir haben IGE genannt und Kasim, also EX2 Plus Player Kasim. Was er häufiger gemacht hat, ist meine ich 2-2-A Throw. Okay. Und dann, wenn der Throw-Tag halt kommt, ja, kommt halt der Asi und der behält weiter den Turn. Und ich spiele direkt aus. Nee, das ist der Button-Check. Ja. Sonst halt, hat er halt sowas wie, er darf dann aus Throw konverten mit dem proper Setup. Und sonst hat er halt 6C, das Stabschild. Kann man häufiger den Gegner halt sagen, dass er nicht einfach reinlaufen soll. Erinnert der Gegner dran, Dashboard zu nutzen. Und hier sehen wir wieder das Godover's Chaos-Theme. Kasims Lieblings-Theme. Er hat es sich auf jeden Fall ausgesucht. So. Park, daran merkt man, dass er häufig nett hält. Parks nämlich in der Playstage. Oder Train Stage. Offline sollte man andere picken. Ja. Offline kann man ruhig. Wir müssen noch Transition machen. Nein. So. Jetzt haben wir auch Game Smash. Kasim hat den Turn. Das war der 2A. Vielleicht auf der 2 ich weiß es nicht. Chaos stellt sich nicht so wie Sato mit Negative Edge, sondern halt mit Special 2.6a, 2.6b, 2.a. Was ist Virelius? Ja, so Virelius, nicht so wie Sato oder Karl. Karl hat das ja auch mit Negative Edge Drive, ne? Genau. Keine Conversion. Den Asi wird man auch, meine ich, nicht los, solange er nicht aktiv ist. Also, oder? Ah, doch, ja, da haben wir es mal gesehen. Man kann ihn auf jeden Fall wegschlagen. Ich meine, man kann es auch nicht jederzeit machen. So, das ist natürlich. Man kriegt auch eine Combo raus mit so Asi. Auch wenn der Chaos Fullscreen steht, darf auch Asi ein bisschen Combo so für 2000 Damage. Ja. Da versucht er wieder den Shield zu kriegen. Stagger, kriegt er nicht. Warpe, ja. Was. Ja, das ist easy kill. Klassiker, Change of DP. Sieht die Schulter zucken. Oh, kein Punish. Ich weiß gar nicht, ob das Punish ist. Das sah sehr Punish vor aus, meiner Meinung nach. Okay. Ab in den Corner. Nee. War Setup. Ja. Wie heißt der? Asi? Asi heißt er. Asi. Ja. Der Donno. Und, ja, 6C, Change Shift. Ich weiß gar nicht, ob 6C... Ich glaube, 6C auf Projector Properties. Kann dann 6C Change Shift machen und dann hast du halt die Mauer vor dir. Okay. Ja. Wobbel geht an Kasim und kriegt den Guard Cancel. Ja. Der Guard Cancel kommt. Normalerweise kostet der 100 Meter und du bist brickbroken. Außen nimmst du Wobbel, dann verlierst du noch Wobbel. Ah ja. Das ist ziemlich interessant. Heißt, du wirst auch fürs Blocken belohnt mit quasi einem Free Guard Cancel. Okay. Also der heißt der Guard Thruster. Oh, Punish auf 6C. Interessant. Low wird gepunished, aber keine Combo danach leider. Ich glaube, das hat versucht, Pressure Reset zu machen. Der nächste entscheidet. Aber der KSM muss aufpassen. Nicht, dass er. Ja. Title Change auf DP kommt. Kommt aber nicht. So. Das ist der schwachen Füße von Enkidu. Sehr Enkidu. Dieser Enkidu ist auf jeden Fall bekannt für seinen Havoc Damage. Kriegst mehr Damage und schickt dann noch Hits dann. Okay. Wenn du mit einem 10 auch mit Trail ist, triggerst halt Havoc und darfst in der Regel immer konverten. Also Trades gewinnt er. Okay. Da Asi wurde irgendwie weggerufen und kam dann in der Combo zurück. Ja, das ist manchmal 2-2A, der geht halt in den Schatten und kommt das Splitter wieder hoch. Okay. Kann auch 2-2B sein, halt einfach nicht 2-2 . Oh, ein Punish. Ich glaube, jetzt keine Scheiße mit dem Special. Ich glaube, das ist ein Punish. Aber Leute wissen, was ich meine. Overhead abgenischt. Ah, hätte weiter runter können mit dem Nanas. Quasi der Kass. Aber die Runde geht an Kasim. 1-0. Schauen wir mal, wie wir jetzt sich ein bisschen adjusten ja. auf Kasim. Also Domo meets Boy Gameplay. Ja, bisher hat er wenig Asi respektiert, was halt häufig einfach deutlich hat. Okay. Mal schauen, vielleicht. Also das Ding halt auch bei Chaos ist, sein Mix ist einfach gar nicht gefährlich. Er hat dann kein Standing Overhead und seine einzige Overhead-Option ist halt SL Jump C. Ich meine, er hat gar keinen SL Jump A. Und im Endeffekt ist er einfach ein Frame Trap, also Strike Throw Character. So wie viele andere. Aber halt plus Puppets. Kasim drückt immer einen Button ja. bei Warpel. Aber machen fast alle hier. Das machen sie alle. Was mir auch aufgefallen ist, wenn er diesen einen Hit versucht zu punishen, wo er 5A oder 5B macht, ja. den Converter, den kriegt er ab. Ja. Ah, ja, schöner Wurfkampf. Hat jetzt wieder natürlich Fußspielen, kriegt Waffel. Ja. Ah, schön fast Fuzzy Abare. Ah, sogar mit dem Sideswitch. Wie lange er vorne hat. Da hat er gerade den Asi weggeschlagen. Dann ist er kurz weg. Man kann im Eigen erkennen, wann er wieder ab ist. Wenn es blau leuchtet, dann heißt das, dass er wieder ab ist. Ah, hat er kurz gesehen, dass er schwarz hat. Ah, hat versucht zu kontern. Das erste Mal sogar. Interessant. Hat viel bisher. Nee. Asi an sich macht gar nicht so viel. Aber es ist halt natürlich Damage und das Fuß geht. Es hat eine schöne Distanz für... Oh, der Wurf wird assaulted. So, Jump C, Herbox Starter, 3000 Damage. Ja, wenn er Meter ausgibt. Oder? Nee, ich glaube nicht. Ah, doch, Herbox. 4500, ja, solide Damage. Der Charakter braucht es. Und das war 1:1. 1:1. Biber gleicht aus. Biber gleicht aus. Ja. Wir sind wieder runtergespielt. Dieser Enkidu, sobald der Herbock kriegt, sagt Tschüss zu deinem Leben. Schlecht für beide. Rare Footage auf Enkidu not converting out of frame. Aber er kriegt nicht mehr hin. Der Spectre Panisch fast gehabt. Aber jetzt das Problem ist, dass KSM auch häufiger ist, dass er wenig blocken möchte. Ja. Man sieht häufig Wake-Up-Buttons oder CS-Backdash. Halt, häufig in dem Moment, wo es nicht tight ist, versucht er immer was zu machen. Halt wie Backdashen oder Rolle oder ja, sieht man wieder, ist Cross-Up-Setup. Würdest du also sagen, er spielt am wenigsten Undernight von allen Undernight-Spielern? Richtig. Aber da haben wir IW, den 236C, IW. Schilde? Nein. Überlebt er. Wieder Upback. Wieder mit dem Upback. Ich fühle KSMs Playstyle, aber in Undernight ist halt... Nicht der beste Playstyle. Ja, leider nicht. Ah. Kommt den Wurf? Ja. Darf leider nur mit AC rausgehört. Mit dem Kopf Setup. 5 Arme. Aber trotzdem, 1500 Damage nimmt man gerne. Rottel geht an KSM. So, ich versuche dran zu laufen. Ja. AC Pressure. Ja. Jetzt Biber raus. Kommt die Conversion. Und ja. Nice Tag. Diesmal drückt er keinen Button. Sehr gut. Ja. Eigentlich drückt er immer Buttons. Da er Hitbox-Spieler ist. Das ist wohl wahr. Oh, jetzt. Das sieht nicht gut aus für Cutting. Ja. Aber ist okay. Wird nicht killen. Aber nächster Pro wird aktiviert. Jetzt hat er Wobble. Hat leider kein Reversal. Endlich bekommt er mal den Kick-Converter. Es wird killen. Wenn das nicht droppt, es killt. Ja. Okay. So, Step von vorbei. Sieht auf jeden Fall besser aus für Kasim. Er hat 200 Meter. Darf sich halt, ja. Von der 6C wird sich getören. Zwingt den Enkidu zum Backdash. Oh, die Conversion. Ah, droppt die Conversion. Knapp vorbeigeflogen. Ja. Counter-Starter. Und Mist die Conversion. Aber hat halt wieder den Asu. Ist alles. Ist gut. Er wird getören. Fullscreen. Er charge, damit er ein bisschen Crit-Meter von Biber nimmt, aber... Oh! Ja. Aktuell ist Kasim wieder vorne, bekommt den Warfel. Er wird gecounter-hitted. Aber... Ja. Ja, 2.6C, Change-Shift, Muscle-Exit. Ist halt der Lucha-Skill. Also versucht auf Full Range zu bleiben. Aber 2er Schlag, der wird nicht kennen. Ah, hätte ich Counter werden können. Ja. Counter-Hit, Stomp. Oh, wieder die Drops, beide. Ich glaube, das war der andere Stomp. Das ist, okay. Das ist nicht der Overhead-Stomp. Er hat zwei verschiedene. Ich meine, der wurde erklärt, wenn der Rücken nach vorne zeigt, dann ist das der nicht Overhead. Aber oh, wieder keine Conversion. Nicht die Conversion. Erneut. Aber es sieht gut aus für ihn. Ja, oh. da war das Setup, was ich meinte. Hat zwar einen Throw-Tag, ist minus 8, aber okay. Es ist trotzdem sein Turn. Und das war das 2-1. Also kann er wie Karl im BB in der Throw-Recovery Asi rufen. Ja. Ganz schön unfairer Charakter, muss ich sagen. Minus 8 im Vorteil, dieser Charakter. Kasim, kann ich dich was bitten? Kannst du mir einen Red Bull bringen oder so? Ah. Lass doch zuerst. Loser Summer ist doch jetzt, oder? Ne, Loser Summer haben wir gerade gespielt. Ne, ja. Jetzt ja, das bedeutet. Ich will Winners Finals machen. Winners Final und dann den Losers gedöns. In der Küche. Du gehst die Tür raus, rechts und hinten ist ein weißer, großer Kühlschrank. So, ich musste kurz wen beauftragen. Hinten links der Kühlschrank. Red Bull. Ich brauche was zu trinken, sonst sterbe ich hier noch weg. Da haben wir ihn. Der Man, der Myth, der Eagle. The Crushing Eagle. Bitte? Schaut auf sein charmantes Lächeln. Nach dem Turnier bin ich ja direkt mit Guilty Gear dran. Vielleicht sehen wir diesmal, wie er Leuten den Fistbump gibt, nicht so wie auf Evo. Ja. Der Crushing Eagle ist bekannt für den BM. Interessiert sich nicht, dass für Spieler, die nicht mal auf dem Discord sind, auf den UNIST Discord. Jetzt guck, jetzt kommt er sogar hier mit den verschränkten Armen. Da sieht man ihn sogar mit der E-Sports-Pose. Ja. Ihn interessieren gar nicht die Spieler. Man sieht dich leider nicht so auf Stream. Möchtest du mit dem Red Bull hier posen? Ja. Möchtest du? Ist natürlich Spaß, ist natürlich Spaß. Egal. Irgendeins, schmecken doch alle gleich. Schmecken alle nach Red Bull, nach E-Sports. ich hab keinen, sorry. Ich hab schon eine Flasche an Aaron gegeben und eine an dir. Das waren meine 2 Wasserflaschen. So, sorry. Ich trinke dann hier Red Bull aus meinem Glas, das mir extra heute gekauft worden ist. Extra für den Toki. Ja. Der Toki, der japanische Whisky. Das erinnert mich dran, ich muss immer noch später den At the Gatekeeper fordern in das macht er bestimmt. Und du hast nur heute die Chance, weil morgen ist er nicht mehr da. Ja, morgen ist nicht mehr da, das ist die BMB. Er kommt halt nur fürs Kauf-F und danach ist er weg. So, aber auf jeden Fall. Achso, läuft das nicht schon? Ja, eigentlich läuft das Kopf-11-Turnier gerade schon, aber ich bin halt am Casten, das ist natürlich doof. Für Gülle könnte ich wahrscheinlich auch casten, aber ehrlich gesagt, kann ich eigentlich die Cute werden lassen. Ja, man sieht's, okay, sieht Wagner positiv. Zeig doch Eagle positiv. Verdammt. Ich kann natürlich ein paar Maybilder in die Cam zeigen, aber ich glaube, das möchte man nicht. Vor allem, weil es auch das falsche Game ist. Ich danke dir, du bist ein Guter. Du bist ein Schatz. Stream Station ist gerettet. Ja, das ist Winners Final, dann Losers und dann Grand Final. Ja, aber Worst Case, keine Ahnung, die Q. Im Notfall in Newton. Ist mir eigentlich ziemlich egal. So, also, du kannst wahrscheinlich die Q. Nein, dann ist der ATG aber sauer. Im Notfall, ich kann auch alleine kommentieren, ich krieg's meiste hin. So, ich halte es in die Cam. Man sieht, da sieht man das Eagle Positive, sehr schlecht. Ja, okay. Okay. Wird sich halt eine halbe Stunde ziehen oder so, ne? Ja, also worst case, die Q mich einfach. Weil David ist ich bin David. Wir sind Josh, alles gut. So. Und jetzt haben wir hier 60 Mixy gegen Crushing Eagle, beide meine Local Boys aus dem Insert Game. Gute Boys. Der Sixty Mixy hat häufiger schon bewiesen in Sets, dass er auf jeden Fall ihm spielt. Ja, ich habe heute mal ab und zu mal über die Schulter geschaut. Ja. Das sah es recht gut aus. Ja. Also, was ich vermute mal, vom Matchup her ist es aber in Wagners Favor. Ja, es ist halt so wie jedes Matchup. Kannst du die Stage Transition? Achso, wir haben das gleich auf Winners Final stellen. Das war vorher auch. Ah, verdammt, das haben wir ganz vergessen. Winners, können wir nicht einmal weg? Da ist es. Winners Round Finals, Winners Final. Da, ja. Safe. Haben wir erst Button-Check. So. Also bisher war immer okay, Eagle am Durchatmen, aber wir klicken trotzdem schon weg. Ja, wir klicken schon mal weg. Und er denied die Faust. Er denied die Faust. Wie immer! Okay, ab geht's Match. Best of 5 jetzt, weil wir in das Final. Ja. Das ist eigentlich ein ganz interessantes Matchup, weil es ist mal so wie jetzt, ja, es ist mal wie jetzt andere Hilda Matchup, sie verliert, sobald sie München verloren hat. Aber ja. Eagle auf jeden Fall mit dem Warping-Vorteil macht DP. Ja. Das ist natürlich der Nachteil an Hilda, dadurch, dass sie die ganze Zeit natürlich Button drücken muss, um den Gegner zu senken, also um München zu gewinnen, verliert sie halt natürlich ganz erfüllt. Und der Sixty Mixy erwischt ihn häufiger, wie er versucht, ein bisschen Grid zu chargen. Okay. Das sind die Punkte, in denen man immer reinlaufen kann. Aber das wird wahrscheinlich der Kill sein. Ui. Na! Ein Pixel fehlt. Oh, das war echt allergisch. Er hat nämlich gerade in dem Moment losgelassen. Er wollte nämlich endlich losgehen. Okay. Da hat der Garten aufgehört. Und Sixty Mixy das Comeback schafft. Mal schauen. Das ist nichts unmöglich mit Vorpel und 200 Meter. Ja, aber... Ja, er hat 6x3A gemacht. Das darf man so nicht machen. Der 5A... Nee, 6A. 5B. 5B, ja, stimmt. 5B. Das ist, Putzis Mannen. Putzis Mannen. Eagle jetzt recht ruhig, versucht sich durchzumogeln. Ja. Durch die Screen. Mit sehr viel Dashblock in dem Matchup. Wagner hat einige Tools in dem Matchup, das ist ganz interessant. Zum Beispiel gegen 6x3A ist er ein Projektil. Da hast du halt Force-Function drücken. Ja. Force-Function hat ja Projector geholt. Und in dem Moment, wo sie halt irgendwas annulliert, darf sie es wirklich canceln in ihre Specials. Okay. Aber wird geöffnet. Ja. Aber kurze Combo von... Hat nicht den Sixty. Aber Eagle mit dem riesigen Warpen-Vorteil trifft den DP. Jetzt muss Sixty die Pressure halten. Versucht mit dem Charge-Delay zu faken. Sixty hat nicht geadjustet, aber nimmt den Warpen. 50-50 geht hoch. Ja, das ist wahrscheinlich gleich ein IW? Nee. Ja doch, ein IW, ja. 5000 Damage? Ja. 5400, solide. Ja, nächste Hit geht halt. Better Clue Range, ja. Defensiven Clue. Ja. Muss halt selber entscheiden, in welche Richtung sie Clue Range schießt, ja. Halt links, Mitte oder rechts. Da ist es halt immer der Defensiven. Und in dem Moment, wo man Clue Range blockt, darf jetzt immer das 50-50 machen. Okay. Ist halt auch besonders stark bei Hilda, weil sie dadurch, dass sie, also sobald sie Vale auflandet, in der Defensive zum Beispiel, darf sie ja. Immer 50-50 fahren. Weil sie dann den C-Clue-Rain benutzt, der geht halt in alle Richtungen. Auch hier nice mit Eagle zur Aktion gezwungen mit dem Shield Bait into Instant 66B. Ja. Jetzt macht er einen Offensiven. Aber lieber 50-50 low. Pin und was kommt? Teleport to low. Eagle hat irgendwas gedrückt, wurde geframetrapped, glaube ich. Ja. Und er muss weiter blocken. 6x3B, das ist dieser Spike von hinten. Okay. Der ist plus 15, wenn ich mich gerade nicht irre. Und das ist aber immer ein garantierter Punkt fürs Shielden und Grid zu brennen. Perfekt von Sixty. Hi. Haben wir das 1-0 für Sixty. Solide Runde. Die Erfahrung, die ich bisher gemacht habe, in dem 60 Mixi Crushing Eagle Matchup, heißt, dass Early im Set das 60 Mixi eigentlich immer führt. Und der Eagle leider etwas immer braucht. Okay. Aber mal schauen. Zum Ende entwickelt sich es eigentlich immer in Eagles Favor. Jetzt ist halt nur die Frage, wie schnell wird er adapten. Ah, fast den Kick bekommen. Okay, bekommt den Counter. Bekommt der Dive. Oh, droppt den Clue, glaube ich. Ich glaube, das war 66B. Okay. With Cancel. Da ist der Defensive. Oh, keine Conversion. Ja. Oh, Warp ist ja. Das hat, also Wagner darf halt ihre Combo früher beenden, ohne dass sie Damage verliert. Also so weit halt für Vale of okay. Das haben viele Charaktere. Oh ja. Wollte jetzt einfach gleich in dem Moment wird halt, ja. Plus, rote Fehde. Der Contest. In der Regel wäre es eigentlich plus gewesen. Warp ist Grip, Platz 50-50. Und High. Oh, aber nee. Pin. Hat nicht getroffen. Und wieder High. Sixty geht nur High, aber es funktioniert. Er geht sehr häufig High, ja. Schön Hit, nice. Aber darf der Clipper fahren? Jetzt den letzten Counter-Carry nutzen. Plus Ah. Was mir auch auffällt, Eagle benutzt relativ wenig 2-2-C. Ja. Er will also die Plus-9-Memes nicht. Ja, das Problem an den Plus-9-Meme ist, du kannst dich halt Guard rusten. Ja. Und dann ist das halt der Reset to Neutral. Das willst du halt echt selten haben. Okay. Und du verlierst, du kriegst den Swap-Buff, aber du verlierst halt den Shield-Buff. Okay. Und da ist halt das riesige Problem. Da wieder optimized mit Change-Lift, 2-3-6-C. Oh, der Dai! Ah, leider nicht getroffen. Aber ist kein Problem, er wird Turn. Und ja, Counter-Hit, 2-1-4-B. 2-4-A. Nein, Eagle spielt sehr vorsichtig in der Corner, versucht nicht zu braintrappen, nicht zu overextenden, weil der Hilda Special ist. Und er blockt mal high, sehr gut. High diesmal. Hilda Special ist halt immer Veil of zu mashen in der Defensive. Okay. Weil es halt jedes Mal, also wenn es klappt, ist es 50-50. Und wenn es nicht klappt, stirbt sie. Okay. Aber es ist natürlich. Und wieder harter Warpel-Vorteil für Eagle. Ah, das war ein Moment, wo er 2-4-B hätte. Jetzt kommt wieder. Aber es ist schwer darauf zu reagieren. Sollte für die 50-50-Situation enden für Sixty, ne? Nee. Oh, man baitet den Warple, ja, aber. Ich meine, wenn der Pin-Ender kommt, dann darf er. Dann ist das 50-50-50. Okay. Weil zuerst muss halt der Gloombrain richtig sitzen. Okay. Und dann darf er das 50-50. Ah, ja. Ja, da sehen wir es. Bailoff. Geht low, ja. Ist gar nichts gegangen. Okay. Passiert ihm manchmal, wenn er versucht high zu gehen, aber es klappt. Da ist es plus 9. Nice Contest, ja. Kommt aus der Corner raus. Also wenn man beim Shield Swapbuff 236 AA einfach masht, ist eigentlich immer okay. Okay. Weil die ganze Airspring ist eine True Block Spring. Du kannst da nicht braintrappen. Aber der Eagle wird das gewinnen automatisch durch Timeout. Gute Patience, geht mit nur ein, sagt einfach einen Block durch. 1-1. Wir sehen vom Eagle, sobald der 60 Mixi 100 Meter hat, spielt er sehr vorsichtig. Versucht halt sehr viel mit den A-Normen zu staggern, ja, weil die schnell genug recovern. Okay. Wenn er es richtig macht, zum Beispiel Meaty 5A recovered gegen Veil of. Okay. Dann vollen Punish, 5000 Damage, wenn nicht sogar mehr, wenn er natürlich halt perfekt ein Punish hat. Aber natürlich, er verloren das nicht aus. Aber er macht auch viel 2A mit und 6-6-B. Ja. Ja. Der Dive ist halt, um Delayed runter zu werden. Kriegst und Counter und Conversion aus dem, aus dem Counter-Dive. Das ist sehr, sehr schön. Aber jetzt wurde der. Wurde geöffnet. Oh, ja. Ist halt Standing so Reset? Ghetto Resets, ja. Ist der Nokia Reset. Oh, das war wohl Plus? Ja. Dive ist irgendwie überhaupt alles. Viele Dinge sind Plus von Hilda in der Luft, auch wenn es nicht so aussieht. Ach, das Game ist ziemlich interessant. Das Wake-Up-Game ist sehr interessant für Hilda, weil ihr 236A, der wirft auf Croucher. Okay. Aber du hast es wie in SF4, dass du einen Frame on Wake-Up Standing ziehst. Ja, bei vielen Games so. Ja. Und da musst du halt dann zwei Arten, damit du halt eine Chance hast, rauszukommen. Ja, da ist der Raid off wieder. Leider zu spät, zu früh. Ja, zu spät. Da, jetzt mal der Low. Ja, der Low. Das wird getötet. Kommt der Raid off. Und das 50-50. Hat halt echt wenig Antworten dagegen. Ja. Hat halt Runner 3C gedrückt und er hofft, dass er Dive drückt. Okay. Hat halt Counter bekommen und ihn getötet. In der Corner-Situation blockt den High, Low. Low ist nach dem Assault-Jump, darfst du eigentlich immer drücken. Okay. Weil da ist die Wagner minus ein Hit sogar. Aber das weiß noch halt. Oh, und der High. Der Overhead, Overhead. Kriegt den ganzen Schaden. Und optimized die Combo. Hat jetzt 200 Meter und nimmt trotzdem den Change. Die Muscle Memories, die sitzt. Jetzt Setpoint für beide. Ja. Wir sehen von Sixty Mixy häufiger, wie er den Gloomrain in seine Richtung setzt. Genau. Aber defensiver Gloomrain. Und der Eagle lässt sich nicht vorbei. Steht halt perfekt davor. Bin sehr geduldig vor allem. Die X-Extension, um die Pressure zu behalten. Ja. Der Charge 5C ist auch weit. Wäre der Igel reingerannt, wäre es halt tot am Riff. Darf er eigentlich canceln irgendetwas. Okay. Das ist der 5cc gewesen und Schaden 5cc ist auch weit. Ja. Ohne DP Whip. Oh, der kriegt eine Conversion. Ah, aber wird wahrscheinlich nur 2.5. Ja. Versucht was zu baiten, wahrscheinlich den Warpel. Ja, wahrscheinlich. Change oh, das war ein interessanter Hit. Aber Sixty Mixy lässt nichts anbringen. Der erste Hit von Eagle jetzt die Runde. Das wird auf jeden Fall sehr viel Minuten. Seine Chance jetzt. Ja. Seine Chance. Oh, ja, und der Wade auf. Dafür muss kein Change Hit. Und er geht für optimale Conversions. Oh mein Gott, diese Conversion habe ich noch nie gesehen. Grandios. Ah, 16 mit der Defense. Ja. Oh, und bekommt den Late Overhead. Nein. Und das wird durch Timeout gewinnen. Wird jetzt, ja. Aber das killt. Es killt sogar. 2-1 für Eagle. 2-1 für Eagle. Da wir im Winners Final sind, ist es ein First to Free. Haben wir schön gesehen. Shield Normals darf halt, also Shield Specials, darf sie halt einfach Whiff canceln. Okay. Das ist ziemlich blöd, zum Beispiel, wenn du halt irgendwie Schildbuff, 2 CB machst oder sowas. Okay. Das halt nichts machen, weil sie ist einfach on Whiff. Max am CS ist halt OS. Okay. Worst Case bist du halt plus 17 oder sowas. Okay. Best Case, Whiff punishst du halt. Ne? Ja. Alles klar. So, schauen wir mal, ob Sixty Mixty was findet gegen Eagle. Ja. Aber Whiff. Ich glaube, das war sogar ein Throw. Ja. Er hat einen Throw gewollt. Wahrscheinlich war es sogar ein Tag. Aber ja, ist in der Corner. Und hier sieht man, Viti, ja, 14. Was Hilda-Spieler haben halt eine Antwort auf eine 2A. Also ihre Force Function darf sie halt canceln und die Force Function ist halt instant airborne. Whiff, dann ja. Ich weiß nicht, ob es low inbound ist, aber es Whiff, also 2A ist auf jeden Fall. Oh, der Whiff, tödlich. Ja, da hat man es gesehen. Aber schnell recovered und solides Perfect. Ja, 2A recovered zu schnell. Hilda-Spieler sind halt bekannt fürs Mash und Wake-Up. Okay. Sie wollen halt nicht blocken. Unerwartet bei so einem Charakter, ja. Da war es schon wieder. 6xC ist halt Godlike Trip Guard von Wagner, das ist halt dieser Sweeper. Okay, jetzt Damage. Ja. Hat er TP gebaitet. Ist aber absolut in Ordnung gegen Wayne, weil dann wird er in der Luft getroffen und er kriegt keine Conversion raus. Kann man machen. Ja. Hier sieht man von Eagle, der versucht geduldig um die Grid Cycle zu spielen, aber leider wird er geöffnet. Da er halt auch versucht hat. Und wieder die Damage-Option. Ja, ist tot. Oh, es killt sogar. Ja, ist tot. Das tut weh. Es ist halt immer dieses Risiko. Oh, es tötet gar nicht. Das Mindgame gegen Hilda ist halt immer, du versuchst halt eine Situation zu forcen, wo sie Grid starten, damit du rein darfst. Aber wir wurden halt, direkt. Ah, war gar kein Fall. Ja. Wir sehen auf jeden Fall, Eagle wird zwar geöffnet, aber stimmt. Ist in Ordnung. Sixty Mixy hat auch den ersten Matchball von Eagle abgewehrt. Ja. Das ist auch immer nicht das einfachste, Matchbälle zu verwerten. Ja. Ah, das sieht echt schlecht aus. Wieder sehr guter Start. Ja. Kein 50-50, hat sie sofort gesehen und wieder raus mit dem Dive. Wie Keks sagen würde, er will nicht mit dem Shit gehen. Ja, das ist korrekt. Das ist manchmal die beste Option. Einfach nicht mit dem Shit gehen, vor allem mit Zeta. Aber jetzt Warpal bei Sixty. Hi. So ist es. Er versucht einfach sauber runter zu spielen, geht gar keine Gambles ein im Moment. Versucht halt den Punkt zu finden, wo er rein darf. Aber er braucht wieder 50-50s, geht high. Und high. As always. Aber der Drop. Und Eagle ist ready mit dem Dive. Selber mit seinem Psycho Crusher ist ready. Oh. Empty Assault, Throw. Ja, Eagle, einer der geduldigsten Wagner-Spieler überhaupt. Da haben wir auch gerade gesehen, wie er gewartet hat. Nach dem Assault Jump A. Und geht low. Ah, das muss der Low gehen und der hat es geblockt. Ah, es ist plus, es ist punishable, okay, weil kein Charge Up. Das ist der 2C, der ist Projector Invul. Okay. Du kannst den gar nicht plus machen. Okay. So, 2-2. 60 gleicht aus. Es gibt auch kein perfektes Spacing, das ist immer punishable. Okay. Ich schmecke immer noch den Toki im Mund. Ich nicht. Du nicht? Ich lange keinen Alkohol mehr getrunken. Ja. So, Letztes Match im Winners Final. Ja, das war auf jeden Fall ausnahmsweise eine Runde für der Sixty Mixy. Schauen wir mal, ob Eagle, recovert, weil Matchball zu verlieren ist immer bitter. Ja, auf jeden Fall. Ah, hat den Hit aber verkauft. Der versucht halt kurz zu gewinnen. Aber dafür gibt er den Turnoff, aber er taggt. Hat Wobble im Moment, also muss Sixty ein bisschen aufpassen, wahrscheinlich. Darf halt Psycho Crusher in CS machen, aber da muss natürlich erstmal die Chance kommen. So, schauen wir mal. Tension auf der Distanz enabled echt wenig, zu sagen. Es ist gar nicht so gefährlich. Und High. Ja. Also das droppt diesmal nicht? Ja, droppt diesmal nicht. Das war halt in der Corner, deswegen, weil eigentlich hätte halt den Gegner weiter nach hinten schon. Aber dadurch, dass er in der Corner war, kommt er halt nicht raus. Und Force jetzt 50-50. Ja, gerade keins von Eagle. Sagt, ich habe keinen Bock auf die Situation. Ja. Nice Delay Dive. Ja. Hat auch Waffel, alles in Ordnung. Das ist echt böse, wenn du siehst, wie Hilda da Top 10 wird. Ja. Weil sie nämlich einen Follow-up hat, das hinterher sich. Ja, ich hab das schon gedacht, dass sie safe macht. Oh, nice. Ja. Broken, jetzt wird wahrscheinlich demnächst ein Rail-Off kommen von Sixty. Da war die Situation, die ich meinte, mit dem Assault. Weil viele Leute drücken halt dann einfach den Throw. Oh, ich glaube, das war ein Drop von Eagle, oder? Der tut weh. Ja, das war. Der Drop tut weh. Der Drop tut echt weh, verdammt. Vor allem, weil die Time wieder so gering war. Das hätte sogar wahrscheinlich. Ja. Ah, und er kriegt die Conversion. Ja. War halt viel zu weit weg für eine richtige Conversion, aber er nimmt, was er nehmen kann. Ja. Der Grip Broken. Der Grip Broken. Sixty macht einfach den Button, weil why not? Ja. Ah, ist der beste Point. Ah, macht Rail-Off. Warp ist Grip. Rail-Off, ja. Also es ist halt ab DP. Oh, Conversion. Okay. Ja. Oh no! Oh, das tut weh. Das ist schon wieder ein fataler Fehler. Das war halt, ja, das ist jetzt der höchste Minute und er muss nicht gessen, aber. Oh je. Er wird von Schatzensieger. Das sieht nach einem bösen Hit aus. Er wird halt nicht killen können, weil er kein Meta hat und kein Waffen. Aber High Low des Kills. Ja, das wird jetzt killen. Und Sixty Mixy zieht ins Grand Final ein. Grand Final. Not bad. Auf jeden Fall solide runtergespielt von Sixty Mixy. Hat halt gemerkt irgendwann, er kann einfach matchen und nicht mit dem Shit dealen. Und hat es auch so getan. Ja, und ich guck, ob ich einen Replacement-Commentator für mich finde, weil ich will mich noch für Guilty Gear warm spielen. Achso. Ich frag mal Roy. Ja. Eigentlich müsste ich auch weg, weil ich Dings spielen müsste. Das bedeutet. Scheiß drauf! Ja, ja, ja. Ist okay. Ja, worst case, Verlierer hier. Kann er übernehmen. Geht ja auch. Ja. Okay. Wird das hier begleitet von Biber? Hallo! Test. Ja, Biber. Ja. Hab ich nicht vertan. Ei. So, jetzt haben wir EX2 Plus Player, aka Kasim. Oder Kasim. Ich nenne ihn Kasim. -1. So machen wir es halt. Der Roy, der Lionheart, kauft auf ganz seiner Cover. Ist wichtig. Ist das Loser Semi, ne? Ja, ist Semi. Alright. Wir haben jetzt Semi-Finals. Können wir einstellen. So, Kasim gegen Roy. Sehr bestimmt, wir können es noch lieben. Mein Geld ist auf Roy. Das meinst du wahrscheinlich auch. Transition machen. Auf jeden Fall Nanase gegen Chaos. Das ein interessantes Matchup. Ich weiß gar nicht, ob das Projektil gut ist gegen Asi. Glaubst du, das kann ihn raus? Je nach der Distanz wahrscheinlich kann er nicht, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob Projektile Asi treffen oder nicht. Das weiß ich. Wahrscheinlich schon. Werden wir sehen. Nein, Weil sonst werden sie direkt im Match. Im Moment haben wir erstmal AD, der Nanase raushaut. Jetzt auch noch ein... Okay, jetzt ist er weg. Oh, der 2-2. Man sieht auch hier von Roy, wie er versucht mit 5B den AD wegzuhalten. Aber der Glatschheit. Wenn er 5B drückt, dann versucht er natürlich auch den AD zu töten. Ja, gerne. Raushalten will ihn töten. Dann er whifft dadurch natürlich auch noch, weil es hier eigentlich soll ich treffen können. Okay. Reflektor Change. Der Klassiker. Ja, in Anbetracht dessen war die Entscheidung von Roy, vor die Tür umgedrückt zu wollen, eine Fehlentscheidung. Er hat einfach reinhalten. Das One Cup einfach rein. Kombo genommen. Weitere Phase. Bei Gasset. Könnte die Kill. Nein. Ah, das ist huge. Das ist huge. Und ja, das ist jetzt. Aber hat nicht geklappt. Er hat geschildet, er kennt es. Er schildert, er kann das, das macht er häufig. Er kennt das. Ja. Das hat dann die gute Match-Out. Das ist ein Pressure-Reset. Wieder Back-Check. Dadurch gibt er im Prinzip den Cycle. Ja, beide warten. Ist die Wompe gewinnt. Aus irgendeinem Grund hat Chaos gerade Wompe bekommen. Wegen dem Protect da und er ist ja noch gleich nach vorne gegangen. Ja, ja, aber er hatte danach noch genug Zeit, um sich darum zu kümmern. Aber er ist da hat er es Soldier an der Stelle? Ich hab's gerade gleich beobachtet, nach dem Protect. Oder ist er nur ein Stück nach vorne gegangen? Nach dem Protect ist es war einfach da gesessen und hat euch mal geschildert. Das Soldier baut halt auch Crit. Und es ist halt, es fühlt sich zwar langsam, aber es ist eigentlich sofort da. Ja, auch wenn es nicht aussieht. Das ist halt, ja. Deswegen ist es riskant zu werfen, wenn man schon so geworfen hat. Protect, mit dem auf jeden Fall ist der nächste Cycle. Ja. Okay. Verliert Asi, aber ist okay. Öffnet ihn mit 2 A2A. Kriegt halt Asi wieder, alles gut. Und gewinnt Waffel. Okay, und jetzt wieder Asi Pressure. Das ist für Nanase ein bisschen nervig. Sie kann in dieser Situation keine Feuerbälle setzen. Ja. Hat versucht mit Swatker zu gammeln, hat leider nicht geklappt. Und das nee. Asi bleibt ja vorne. Ja, ja. Er hatte, gerade als er verschwunden ist, hat er versucht mit Swatker durchzugehen. Ja, ja. Also ist halt, ist Asi ja, er kann einfach nicht so weit hinten setzen. Er muss versuchen, auf ganz normale Uni-Art, also Dashboard, reinzukommen, meiner Meinung nach. Ja. Auf jeden Fall sollte er das machen. Hat er versucht, einen Summon zum Beispiel zu punishen. Dauert ja etwas. Da ist er kurz vor schon Gasi. Ist er durchgefahren, aber kam leider nicht ran. Ah, meiner Erfahrung nach ist es nicht so einfach, ein Sammel zu punishen. Ja, und es ist immer so eine Recker-Sammel. Und wieder. Projektil Opi funktioniert nicht so gut gegen den Reflektor. Du musst einfach reingehen, ohne den Cover. Zuerst die P, die BB. Geschildert, das ist schön. Auch weil Roy keinen Supergrad nachgedacht hat. Das kann ich okay. Fette Gasi. Ja. Chaos hat leider nicht so gute Pressure von Asi, aber Asi ist ja sehr gefährlich. Ja, CDP kann man das gleich schaffen. Ich kann jedes Mal, wenn ich diesen EXDP von Roy sehe, das zu hören, die ist so laut, jedes Mal, wenn er das Ding rauslässt. Für Nanase EXDP muss man ja extra Inputs machen, damit das Ding mehr Schaden macht, so wie im Nao Super. Ah, okay. Und Roys Tastatur ist extrem laut, also ist immer so, wenn er im Roy ist. Ich hab mich schon ganz gefragt, warum er gematcht hat. Aber gut zu wissen. Das ist Marvel super. Ja. Check, jetzt hat er hat versucht rauszuspringen, aber dadurch ist Kasim immer noch auf dieser Pressure. Ja. Hat halt den Hit-Kopfhörer mit der Luft verkackt. Und das ist ja. Es überrascht mich hier, aber eben weil Roy nicht besonders sauber spielt und weil das Matchup nicht besonders sauber spielt, gewinnt Kasim eigentlich gerade relativ komfortabel. Ja. Eigentlich liegt auch mittlerweile weniger Chaos, weil er auch Seth-Wechsel bestimmt. Er spielt alles Mögliche. Ja, also Kasim ist halt Man of Random Select, aber Chaos ist unser Main. Natürlich. Aber mal sehen, ich hoffe nicht, dass er jetzt einen seiner Random Select Charaktere rausholt. Das kann alles sein. Ne, er bleibt bei Chaos. Ja. Also, Gemisch hat er auch sein Chaos ausgepackt, wie sein Seth. Ja. Er versucht schon, also gegen Black und wieder auf jeden Fall. Okay, guter Pokeout. Ja. Und die Stack ist noch und wieder Drop. Und geht so. Okay. So viele Drops. Ich glaube, das war an der Stelle, wo der eigentlich den Reset hat. Das kann sein, dass es der gewollte Reset ist. Weil Power Attack kommt er nicht rüber. Das war was. Okay, das war jetzt das dritte Mal. Ich möchte jetzt keine Resets nennen. Roy ist einfach nur gerade extrem unsauber. Das wirklich auch okay. Versucht mit Wagner reinzufahren, weil er plus ist, aber 6C, der Brudi. Der gute Brudi. Chaos hat 2 Brudis. Ja. Sein Buch und sein Exit. Sein Buch und sein Doro. Dieser Chaos Hat jetzt immense Pressure, Purple-Character, aber kein X. Ist halt im Endeffekt ein Stack-Throw-Character. Aber ein verdammt guter Grappler. Ja. Mit einem Setup, mit so Setup-Sticker einfach aus seinem normalen Wurf den höchsten Schaden spielt. Ja. Also sein Throw ist natürlich super stark mit Asi, mit proper Setup. Ja, ja. Und selbst wenn es getaggt wird, darf er immer noch drücken. Ja. Weil Asi dann kommt. Ja, bitte, erinnere mich nicht dran. Wo ich auch mehr was von gekommen. Nein. Gehen wir schöne Pressure. Und das haben wir. Kannst halt nicht auf Reaktion warten. Das geht nicht. Ja. 6T, der Brudi. Knockdown, 2-2A. Okay. Direkt Stand-Up. Ja, direkt Stand-Up, aber wird trotzdem gebietet. Er wird die ganze Zeit gebietet. Ja. Will er Mesh? Will er gebietet? Ja, ich glaube, der Royal versucht das. Ja. Dann hat er erst eine Null-Situation halt. Wir kommen langsam in der Situation. Ich kann Shields treffen nicht. Das ist, es ist verdammt überraschend. Er kriegt bloß den Wurf. Royal versucht sehr viel zu tun. Ja. Okay. Und kriegt 6-6. Ah! Drop der Overhead. Aber ja. Warum gibt er überhaupt den Overhead anstelle vom Bogen? Ah, ja, diese. Hat er eine Micro-Dash verkackt. Wegen dem Desktop. Er benutzt dieses Jump Ace als absichtliche Resets und kann DP! Das war DP auf jeden Fall. Hat er versucht. Das muss DP kommen. Er hat versucht, aber ja, er kann nicht raus. Er kann nicht raus. Ist Piss hier. Andere Input-Delay. Ja, hat er gerade mal schlecht versucht, den Arzt zu zerstören. Der Projektil aus, das war zu langsam. Normaler Pressure. Ah, Latex. Hätte wahrscheinlich nicht vorgehen sollen. Chaos kriegt das Worte. Er kriegt Worte, er drückt Reflektor. Reflektor frisst das Projektil. Hätte nicht für den Throw gehen sollen. Hat er sich da jetzt Worte verloren. Eine Situation, wo er einfach nur staggern hätte. Ja. Right für TM Setup. Oh! Damn! Wow, wow, das war nice. Rip Roll. Das hat er sich für die letzte Runde aufgehoben. Ja. Overhead? Stoppt. Also die Defense ist ziemlich gut. Ah, Reset. Bell? Er hat Angst. Er hat auf jeden Fall Angst. Viel zu viel Angst. Er muss reingehen. Ah! Leben, um Angst zu haben. Nein! Das war die Sieg First Frame. Er Frame und er schafft es! Oh, Mensch! Das war 2-1. Hallo, oh, hallo. So, wir gehen jetzt ins Losers Final, richtig? Genau, genau, das ist das Einzige, was wir spielen können. Oh, Eagle ist im Losers Final. Ja, gegen Sixty. Überrascht mich auch. Damn. Sixty spielt extrem gut. Viel besser, als ich ihn in Erinnerung habe. Ich weiß nicht, ob ich ihn überhaupt in Erinnerung habe. Wo ist Losers Finals? Ja, ich glaube, die meisten, wenn die meisten an den Top deutschen Spieler denken, dann denken sie meistens an Eagle, ne? Sie denken an Eagle, sie denken an Roy, sie denken vielleicht an Rowe. Genau. Und dass dann Sixty da so eine Überraschung zeigt, ist ziemlich geil. Macht die Top 3 noch einen Ticken interessanter, als es ohnehin gewesen wäre. Ja, ja. Ich meine, dadurch haben wir 3 sehr gute Spieler. Ja. Und es ist interessant. Es freut mich, das zu sehen. Und ich möchte die Grand Finals eben auch als Rematch von den beiden Spielern, die beide von Sixty ins Losers geschickt wurden, gerne auch sehen. Ja, das stimmt. Ja. Ich meine, generell, dieses Turnier war eigentlich ziemlich cool. Es gab viele Spieler. Ja, ja. Ich meine, klar, die Level-Diskrepanz war recht groß. Ja, ja. Aber viele Spieler, das Spiel hat immer noch, ist sehr populär aktuell. Eines der größeren Spiele hier in dem Event. Von daher, jetzt gehen wir ins Losers Final direkt mit dem Throw von Lionheart. Ja, ohne Button-Trick. Wir sind direkt drin. Whiff-Punish auf den Dive. Warte mal. Ah ja, da sind wir Set. Wo ist die Maus? Wir haben technische Probleme. So, okay. Safe. Ja, okay. Jetzt. Alles klar. So, währenddessen mit der Corner Pressure von Crushing Eagle. Er kriegt das Opening mit dem Overhead. Und jetzt mit der Corner Conversion. Geht in Veil off. Ja, Bob ist drin. Holt sich dann auch noch einen Drache, der tötet. Das müsste jetzt eigentlich töten, das ist sehr viel Schaden. Du hast ein bisschen mehr Ahnung von UNIST als ich. Ja. Was war der Hauptgrund, warum er hier in dem Fall Veil off gemacht hat? Veil off entfernt den Wobble vom Gegner, wenn der Gegner Wobble hat. Okay. Das heißt, es war im Endeffekt eigentlich primär, um die Defensive vom Gegner zu schwächen. Ganz genau. Okay, nice. Er will halt nicht, dass Nanase als Charakter mit Vitalist DP diese Option hat, die ihm seine Offensive extrem verschlechtert. Okay. Und dann hat er die P gedrückt und es war ein One-Hit-Kill-Kombo. Also hat der Damage-Boost von Vailda auch mitgeholfen, denn ohne Vailda ist wahrscheinlich getötet. Okay, er ist natürlich smart. Er hat im Endeffekt dann Vailda benutzt, um quasi eine bestimmte defensive Option zu motivieren und hat die dann halt gebaitet. Das war ziemlich nice. Währenddessen jetzt Crushing Eagle wieder mit dem DP. Nice. Lionheart wieder in der Corner. Ah, kriegt die Conversion. Ja. Jetzt. Das ist jetzt eine volle Kombo. Zu welchem war? Wieder B-Lauf, genau dieselbe Szenario. Genau. Außer ab. Ja, und kriegt die Conversion. Und das ist wahrscheinlich Dead, ne? Das ist absolut Dead. Ja, das ist eine der Stärken von Eagle tatsächlich in Deutschland oder generell in Europa. Er ist einer der Spieler, der halt mit Wagner fast nichts droppt. Sehr konsistent, sehr konsequent. Und das ist gerade heute gegenüber Lionheart ein sehr großer Unterschied, denn Lionheart Roy ist meiner Erfahrung nach ziemlich rostig gewesen diesmal, hat ziemlich viel getroffen. Okay. Aber auch eher unüblich für Roy, oder? Also genau. Also er ist halt außer Übung. Normalerweise ist er ein konsistenter Spieler. Okay, nice. Und jetzt Eagle mit dem Crush Bar kriegt es jetzt wieder. Lionheart aber jetzt mit dem Grid-Vorteil, beziehungsweise er hat jetzt Warpel. Ja, wir gehen in die Situation, wo er ein großes Risiko nehmen müsste. Hat er nicht mehr genug Zeit dafür. Eagle kriegt Combo-Drop, aber auch Warpel. Immerhin jetzt weg von der Corner, das ist schon mal ein Riesenvorteil. Wieder ein Combo-Drop, sehr uncharakteristisch. Ja. Ah, kriegt den Conversion. Ah, wieder keine Conversion, aber... Eagle hat versucht zu konzentrieren, damit er Warpel kriegt. Und wurde dafür geschoben. Nice Rotate, ja. Ja, das ist nicht einfach beim Warpel. Das ist halt eher eine US-Anti-US-Situation. Normalerweise kann man gut auf den Rollscore reagieren. Ja. Und okay, das ist ein besserer Hit. Ja, Single Hit, dadurch sehr viel Schaden verloren gegangen. Und jetzt die volle Corner. Ja, Chaser. Geht auf den Overhead und auf den Draw, aber der wird getacht. Geht auf den Overhead, mehr für einen Grip-Vorteil als irgendwas anderes. Hat einen Shield bekommen, jetzt hat er deswegen Warpel. Ja. Und Lionheart ist in einer schlimmen Situation, weil jetzt dieser DP kommt. Ja. Guter DP mit dem Warpel zusammen. Ja. Sorgt im Endeffekt dafür, dass er halt reagieren kann, ob er einen Reverse benutzt oder nicht. Ganz genau, das ist halt deswegen, dass es so verdammt gefährlich ist. Man kann Chain-Shift im Prinzip in jede Gap reinmatchen. Genau. Und man kann es auch nie punishen, ne? Man kann es nie punishen. Das ist ein Frame, voll unverwundbar. Ja. Nur Frames Recovery. Es ist quasi ein besseres YSC in der Hinsicht. Es ist Omega YSC. Ja, YSC und Steroids. Währenddessen aber jetzt Lionheart versucht, ein bisschen mehr Pressure aufzubauen. Wieder mit dem Punish auf Dive. Aber verliert die Corner. Geht zurück in den Midscreen. Verliert den Warpel. Ja. Das könnte, wenn aus irgendeinem Grund benutzt Roy jetzt gerade sein Warpel und verliert dadurch die nächste Cycle. Er hat gesehen, dass da nichts kam, also hat er einfach nur geblockt. Ja. Und er bleibt weiterhin sehr geduldig. Okay, macht safe. Oh, nice Challenge da. Challenge auf den Okay. Schöner Warpel wieder. Oh, okay. Das ist ein Punish. Eine Menge Schaden. Eine Menge Schaden und er droppt den Dash C. Ist das hier Netplay? Oh, okay, ich habe noch nicht mal den Button gesehen. Oh. One more Oki. Jetzt kommt eine Situation. Ja, Eagle sehr geduldig. Oh, und benutzt den Bull. Oh, das könnte sein. Das nice. 2-1, ne? 2-0 für Eagle. 2-0. Wir haben vergessen, das hochzuzählen. Sorry. Mein Fehler. Unser Fehler. Crushing Eagle jetzt Matchpoint im Set. Aber man hat gesehen, Eagle jetzt droppt auch ein bisschen mehr als vorher und Lion könnte das theoretisch recht gut ausnutzen. Ja. Ich weiß nicht, was macht ein Lion per se falsch in dem Matchup? Ich kenne beide Charaktere nicht unbedingt gut genug, um das zu sagen. Okay. Weil ich meine, jetzt gerade die Conversions, wie jetzt gerade eben, das passt ja recht gut. Und jetzt hat er auch die Corner. Jetzt hat er die Corner, jetzt hat er die Combo. Genau, guter DP. Ich weiß nicht, gibt es irgendwie gute Möglichkeiten von Lionheart, ein Setup zu landen, das DP-safe ist, oder ist das eher schwierig? Du hast im Prinzip nur diese Projektil-Oki-Sachen. Die sind gewissermaßen safe in der Hinsicht, dass du Pressure hast und immer noch DP-safe bist, aber besondere Setups kriegst du nicht. Die Setups von Nanase sind, glaube ich, relativ gut. Okay. Sie hat relativ schlimme Setups, aber meiner Wissens nach nicht besonders DP-safe. Okay, also das sind Setups, die eine hohe Trefferquote haben, aber dafür halt auch hohes Commit sind quasi. Kann man so sagen. Sind tatsächlich hohes Commit. Es gibt Situationen, man kann viele voneinander Setups relativ stark entschärfen, indem man nicht sofort checkt. Mit Late-Tag kannst du zum Beispiel die Projektile okay entschärfen oder eines ihrer High-Lows entschärfen, das darauf beruht, dass ihre Death Normal zu seinem Zeit treffen und eins ist Low, eins ist Overhead. Okay, das stimmt, ja. Ja, währenddessen Eagle mit der Pressure hat jetzt Veil-Off benutzt, geht nicht auf den Overhead. Und einfach nur ein Wurf. Nanase hat immer noch sehr, sehr komfortables Wortel und benutzt das dann, um einfach rauszumatchen. Ja. Hat Eagle hat das quasi gechillt wegen dem Borpel und Lionheart hat das genau ausgenutzt mit dem 2A-Challenge. Ja, ja. Sehr, 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 sehr nice. Wieder Borpel. Oh, der DP und das war's. Das war's schon, das war's schon. 3-0 für Eagle. Ja. Und damit landet Eagle ins Grand Final. Ja, gegen Sixty Mixy, ne? Ja. Das wird sick. Das wird nice. Und das ist dann das Grand Final, ne? Ja, das wird jetzt Grand Finals. Genau. Perfekt. Alles klar. Und safe. Oh, und genau. Ja. Ich meine, Eagle hat noch nicht das Bracket resettet. noch nicht. Ich hoffe, das passiert. Dann ja. Wir mehr Units. Das wäre cool, ja. Ich meine, sind generell ziemlich coole Matches aktuell. Von daher, cool Stuff von der UNIST-Community. Im Endeffekt, alle wichtigen Leute aus der UNIST-Community in Deutschland sind hier, oder? Oder fehlt noch jemand? Soweit ich mich erinnere, na, Blank war, glaube ich, Österreicher. Und da ist nicht hier. Ja. Sonst gab es da noch jemanden. Ich bin nicht schrecklich stark drin, aber ich glaube, das wären alle. Ja. Ich mein, also es ist ziemlich gut besetzt hier. Auf jeden Fall, ja. Aber halt auch vor allem viele Leute, die man auch generell selten sieht und trotzdem irgendwo präsent zeigen, also so Spieler wie Nudelmob zum Beispiel, ne? Ja, ja. Aber jetzt sind wir erstmal im Grand Final. Das wird ein Wagner gegen? Hilda. Gegen Hilda. Das Hilda-Matchup. Das Hilda-Matchup. Ist ein sehr, sehr spezifisches Matchup, ne? Es ist ein sehr polarisiertes Matchup. Wenn Wagner drin ist, dann sollte sie gewinnen. Genau. Und andererseits, wenn Hilda draußen bleibt, dann ist es auch schön. Wenn Hilda draußen bleibt und ihre Setups zum Lauf bringt, dann sollte sie starken Vorteil haben. Denn Hilda hat ja sehr gute Setups, sehr sichere Setups und einfach nur 50-50s. Das stimmt, ja. Wobei andererseits, Wagner hat doch auch eigentlich recht guten Super, um das zu contesten, oder? Wagner hat einen sehr starken DP, sie kann das wahrscheinlich. Wie schon gesagt, ich kenne die Spezifika dieses Matchups auch nicht. Ich weiß nicht, wie gut der Super dafür ist. Ich glaube nicht, dass ihr Up-Super Projektil unverwundbar war. Okay. Was vielleicht die Option ist, auf die du starrst, aber ihr DP hat halt eine riesige Hitbox. Okay. Müssen wir mal gucken, wie gut das wird, wie stark. Und wir legen los. Ins erste Match, jetzt noch Midrange, das ist noch nicht so. Oh, jetzt kommt Eagle drin, das ist sehr, sehr gefährlich. Doch den Overhead und die Pressure ist vorbei. Oh, nice NTR. In die volle Conversion. Volle Conversion. Corner Carry. Und Sword. Ja, Sword statt Schäfe noch. Ah, schade, hat das nicht rechtzeitig reagiert und hat nicht. Ja, hat schon gebuffert. Ja. Und der Schäfer direkt. Jetzt ist es eklig. Jetzt dürfte 16 diese Runde einfach nur verlieren, außer wenn 100%. Ah, schöner Barrier. Dadurch kriegt er seinen Turn. Eine der wichtigen Möglichkeiten, wie man Wagner zum Stoppen bringt, ist, hängt davon ab, ob man Shield hat oder nicht. Okay. Ihr Shield Bash ist Special Cancel, aber nur, wenn man es nicht shieldet. Ah. Wenn man es shieldet, dann kann sie es nicht mehr canceln und ist Minus, also ist ihr Turn am vorbei. Das ist eine der Limits, die Wagner auf ihren Pressure hat. Ah, das ist dann auch nochmal ein extra Grund für Eagle quasi dann Beat-Off zu benutzen, wenn er dann quasi nur noch einen Mixer braucht. Ja, andererseits hat Hilda kein gutes Reversal, also hat er eigentlich keinen Grund, Beat-Off zu benutzen, weil Change-Up keine Bedrohung darstellt in diesem Matchup. Das stimmt, ja. Wofür Hilda Warpel benutzen kann, ist der Guard-Cancel. Den kriegt zumindest Wagner wieder mit. Okay. CK-Dive. Ah, nice Dive, hat den Orbit leider nicht konvertieren können. Eagle gewinnt mit Time. Ja. Ah, gut gesehen von Eagle mit dem Timeout, hat sehr gechillt, hat einfach die Zeit genutzt. Ja. Okay, Hilda ist jetzt nutzt Backstrike, der ist plus und Block. Oh, nice Tackle da von Eagle. Ja. Ist jetzt wieder direkt in der Corner. Sehr, sehr gefährlich für Sixty Mixy. Eagle kann Tackle, weil dieser Leader-Situation schon Safe und Block machen. Ja. Also ist es relativ schwierig für ihn das zu machen. Er blockt hoch. Und die Pressure, da kommt jetzt Sixty eigentlich raus. Versucht ein bisschen Distanz von der Corner aufzubauen. Guter Throw-Tech. Und er masht raus. Okay. Ja, allerdings nicht so viel Damage, sondern halt primär Position und. Ja. Jetzt kommt Damage und Bale auf den Slip. Er will halt. Das war ein funky Setup. Ja, kein Cross-Up, aber ist ein Overhead. Soweit ich mich erinnere. Eagle hat 20.000 Grid oder so. Er hat auch volles Meter. Eigentlich hat er potenziell mehr als 300% im Liegen. Er muss es nur nutzen. Irgendwie. Chainship. Nice, Bro. Jetzt kommt er rein. Und noch ein Fake Overhead. Pressure String. Ja, mit den ganzen Front Traps. Shield auf die Distanz, so Space ist plus. Na, jetzt muss Crushing Eagle sehr geduldig sein. Darf nicht overcommitten. Ja. Ah, nice Contact. Okay. Oh, das ist ein Dead. Na, bei der Zeit muss der overcommitten. Er muss. Ja, das stimmt. Vielleicht nicht so viel Meter, aber er muss halt reinkommen. Ja. Anti-Hit-Conversion. Keine volle Conversion. Hier kein Knockdown leider. Jetzt allerdings trotzdem recht gute Anti-Air-Shield, dadurch kriegt er einen Punish. Richtig, jetzt mit der Corner Carry in den Knockdown. Und 2A. 2A, sehr schön. Gerade wegen, weil Hilda nicht so viele Defensive-Optionen hat und eine Hilfe gewinnt, wird sie hohe Risiken nehmen in der Defensive, damit sie eventuell rauskommt, wenn dieser Risiko sich auszahlt. Ja, jetzt leider Sixty hat die Bailoff-Conversion gedroppt und jetzt ist er zurück und in der Shield Break. Oh, das ist das ist ein Dead. Sixty Mixy 1-0. Ah, wir sollten vielleicht anzeigen, wer am Bild das ist. Oh, das ist eine gute Idee. Ja, das ist ja Eagle. Ja. Und Sixty ist ein Winner. Ja, das brauchen wir ja nicht anzeigen. Ja. Genau. So, Eagle jetzt 1-0 in Führung, muss allerdings 2 Sets gewinnen anstatt nur 1. Ja, wir sind jetzt bei dem Marathon des Grand Finals. Ja. Die Last insgesamt 3 Sets gegen denselben Spieler spielen zu müssen. Im Lauf des Turniers, alle First to 3. Aber das heißt auch im Endeffekt, wenn du zweimal ein Set gewinnst, dann weißt du definitiv, du warst in diesem Turnier der Bessere. Ja. Es ist nicht so ein, ich habe ein Set gewonnen und ein Set verloren. Ja. Block den Overhead, nice. Kriegt er keinen Follow-up und zumindest einen Pressure. Ja, war ein risky Shield, wenn er falsch gegessen hätte. Dann wäre es ein Break gewesen. Ja. Hier siehst du ja, Hilda hat vor kurzer Zeit gechangeshiftet, aber konnte nichts machen, weil sie keinen Reverse hat. Sie hat nichts Unverwundbares. Ja. Und das 2A ist dann einfach unchallengeable, also kriegst du nur ein bisschen Meter. Schöne Strings da von Sixty mit den ganzen B in 2As. Ja. Oh, man sieht auch gewissermaßen, 60s Blockstrings sind hauptsächlich darauf aus, Wagner rauszuschieben. Richtig. Dann kriegt er irgendwann noch vielleicht den Pressure-Reset mit Backspike, er kriegt vielleicht noch einen High-Low mit Pin gegen Downspike. Aber eigentlich ist sein Ziel, Wagner rauszuschieben und dann nicht zu sehr Minus zu sein, weil es ein C sehr Minus ist. Eben. Ich meine, klar, natürlich hat Hilda recht gute Mixes, aber in diesem Matchup will Hilda halt so sicher wie möglich halt auf Distanz spielen. Weil alles andere ist halt relativ risky. Oh, er wird gecatcht. Nice. Und jetzt in die Conversion mit dem Knockdown. Charge sich auf. Und Veil-Off. Das ist die hauptreverse Möglichkeit von Hilda. Der trifft den Overhead. Die Situation ist extrem rewarding, weil Eagle hat sein Wobble verloren. Mixty kriegt das nächste Wobble und Mixty ist aus der Ecke raus. Richtig, jetzt im Midscreen. Das ist halt die Idealsituation für Veil-Off auf der Defensive. Richtig, und genau dadurch, dass jetzt Sixty auch quasi ungefähr gleich viel Leben hat mit Eagle, ist es eine sehr, sehr vorteilhafte Situation. Eagle hat jetzt allerdings wieder Wobble. Das macht wieder ein bisschen gefährlicher. Er hat genug Meter für zum Beispiel diese Conversion vom Anti-ADP. Und er kriegt dann auch noch eine Conversion. Ja. Und er droppt sie. Er droppt Dash C. Allerdings trotzdem jetzt 1-1 in diesem Match. Ja. Okay, Whip Punish auf Dash C. Oder besser gesagt Stop. Ich glaube, es war einfach nur ein Stop. Ja. Kriegt jetzt die Conversion mit dem mit extra Damage. Und immer noch ein bisschen Surf. Ja, jetzt wieder ein bisschen mehr Distanz aufbauen, genau. Will Wobble, aber leider nicht genug. Nicht genug, nicht schnell genug. Ja. Und er wird von dem Blumen getroffen, das ist viel Schaden. Ja, es ist noch nicht dead, aber es ist nah dran. Ja, und er kriegt jetzt einen Mixer. aus Layer. Das Lock ist das auch ein Lochenvorteil von Hilda. Wenn Bell trifft, dann kannst du sofort von der K-Kopf setzen. Ja. Sie hat auch mal das Meter dafür wegen Bell. Und jetzt Overhead. Nach Overhead Shield Dash war es im Prinzip immer das Ende des Turns von Eagle. So ist Mixed auch häufig rausgekommen bis jetzt. Und das sollte theoretisch ein Dead Wagner sein. Und somit steht es 1-1. Genau. Close Match, Close Match. Sixty will natürlich, anders als jeder andere hier, kein Reset haben. Ja, ja, alle wollen Maximum Unist Matches. Er will unbesiegt aus diesem Turnier gehen. Ja. Und wäre auch tatsächlich mal, das wäre auch tatsächlich ein Upset, ne? Weil viele rechnen ja eigentlich damit, dass Eagle das Turnier gewinnen würde. Ich auch. Eagle, falls nicht Eagle, dann Roy. Aber stattdessen gewinnt Sixty eventuell. Ja, genau. Das ist nice. Wir haben mehr sehr gute Spieler in Deutschland. Und ich meine, man muss ja auch sagen, Eagle ist ja auch mit einer der besten in Europa. Ne? Ja. Also er ist sogar Weltniveau, kann man sagen. Genau. Deshalb, wenn er dann quasi das Turnier nicht gewinnen würde, das wäre ein riesen Statement. Ja, ja. Für die Szene in Deutschland. Ah, nice Conversion mit dem Overhead. Merkst du, nice Conversion, soweit ich mich erinnere? Und das ist ein Dead. Genau. Perfekt. Nice Job von Sixty Mixy. Ja. Jetzt mit 1-0. Mit dem Perfect auch noch. Und kriegt er genug Meter für das Setup? Ja. Mal gucken. Er benutzt, glaube ich, kein besonderes Setup. Er will einfach mal safe bleiben. Alles klar. Kann man ihm nicht übel nehmen. Ja, aber er verliert jetzt halt Worte. Ja, nice Poke. Und jetzt haben wir ein Problem. Jetzt kann Hilda schon auf diese Distanz nicht mehr so einfach besser setzen. Ja, jetzt muss im Endeffekt Sixty dafür sorgen, dass er drin bleibt oder dass er aktiv bleibt, damit Eagle nicht gegenkontern kann. Und guck mal diese Welt mit B, Sword Charge und dann Dai. Ja. So, kriegt keine Corner Conversion, so. Oh, der DP. Wieder volle Conversion, aber Side Swap. Deswegen kriegt er die Ecke nicht. Der Barrier Crush, das tut weh. Ja. Da er nicht genug Meter hatte, ist kein Kill. Ah, das hätte jetzt auch Kill sein sollen. Ja, das war aber ein bisschen scrambly. Ja. Und der DP. Einfach ran ab DP. Funktioniert. 1-1. In diesem Match wieder. 1-1, 1-1. Das ist wirklich sehr, sehr knapp hier. Es ist ausgewogen. Das ist genau die Art von Match, die wir sehen wollten. Das stimmt, ja. Vor allem halt mit Hilda sieht man ja eigentlich relativ selten. Genau. Auf High Level. Das macht es halt auch nochmal ein bisschen interessanter. Ich weiß nicht, wie viel Erfahrung Eagle in dem Hilda-Matchup hat, weil Europa gibt es ja, glaube ich, eigentlich nur Bauti, der wirklich großartig Hilda spielt, oder? Jetzt abgesehen von Sixty. Genau, es gibt Bauti, es gab. Hat Tokas nicht auch noch Hilda gespielt? Das kann sein, ja, das kann sein. Ah, nice Conversion. Kriegt, reagiert richtig auf die Combo-Route. Mit dem Knockdown. Jetzt kann er, glaube ich, auch ein besseres Setup wählen, weil Eagle kein Doppel hat. Ja. Aber Eagle redet die Doppel-Overhead und punisht ihn fast schon. Er hatte da mindestens Frame-Advantage. Oh, und das könnte er nimmt einfach den Backdash, was das auch immer sein sollte. Und das ist gewesen. 2-1 für Eagle. 2-1. Ah, Eagle will unbedingt einen Reset. Ich meine, ist ja auch klar, er will ja auch gewinnen. Ja, wie würde er denn keinen Reset haben wollen? Erklären wir das mal. So, wie fangen die jetzt an? Sehr passiv von Eagle. Ja, Eagle will das Follow-up Shield. Ja. Und jetzt gewonnen. Ich glaube, Roundside ist generell eher vom Vorteil für Hilda, weil sie halt gerade in dieser Distanz recht gute Normals hat. Mehr oder weniger. Sie kann, wie wir auch sehen, die Roundside-Option von Wagner starten. Die Roundside-Option von Wagner wäre ihr Dash C. Ja. Und dann nutzt sie meinetwegen einfach das etwas wie Dash B und kriegt ein bisschen mehr Platz. Das ist für sie der Vorteil. Auf jeden Fall, ja. Ja, und jetzt Sixty, richtig gute Arbeit, vor allem mit dem Grid-Management. Wird von dem Low gerade eben geöffnet, der Eagle. Ja. Das Follow-up von 2C ist Low. Oh, das könnte ein Kill Wagner sein. Ja, perfekt. Er nimmt auch noch den Change für das extra Meter. Ja, hat jetzt volles Meter, ist eigentlich beste Voraussetzung für die nächste Runde. Ja. Eagle respektiert die Situation nach dem Dashby sehr stark. Dashby ist eigentlich so minus, dass man es punishen könnte, aber die Fans von ihm jedes Mal. Oh, und jetzt der Guard Break, richtig gefährlich für Eagle. Ja. Und jetzt benutzt Sixty Mixy auch das Meter für ein Setup. Er nimmt ein Setup, er nimmt Empty Low, ein bisschen mit Delay. Ja, hat leider das nicht richtig getimed, aber ich wohl es reagiert. Er hat immer noch Waffle, er kann es immer noch machen. Und er hat noch genug Meter. aber er macht nicht mehr. Und das jetzt wirft man nicht. Extrem viel wirft der Kauri auf den Dash Normal. Das wird jetzt richtig gefährlich. Eine Menge Corner Carry in die Corner. Und jetzt mit dem Downdown. Volles Setup mit Schild. Oh, nice Counterpoke. Jetzt one more hit and it will do. Ja, genau. Hat gemerkt, dass das Cycle beinahe vorbei ist. Mit dem Abare. Das sollte theoretisch Player Safe Spacing auf den 5A von Hilda. Und das tötet jetzt. Schon vor dem Super. Der Disrespect. So, beide jetzt 2-2. Allerdings, das ist Sixty mit dem Vorteil für das Turnier. Genau. Wenn Sixty jetzt gewinnt, das nächste Match, dann hat er gewonnen. Dann ist es zu Ende. Ja. Wenn Eagle gewinnt, dann muss er das nächste First-to-3 nochmal hier gewinnen. Richtig. Eagle jetzt ein bisschen am Konzentrieren, versucht ein bisschen die Ruhe zu finden. Atmet tief aus. Das ist aber, ich denke, auch gute Practice für ihn, für CEO Taku jetzt nächste Woche. Oh. Und der einfach der Hard Read auf Eagles Soul-Tech-Methode. Nice. Jetzt kriegt er richtig Guard, weil er kriegt sofort das Setup, weil jetzt Eagle keine ordentliche Defensive-Option hat. So will Hilda vielleicht schon idealerweise ihren Move beginnen, indem sie die ganze Zeit die Offensive behält. Jetzt kann sie noch stärker die Offensive halten. Sie hat immer noch Worte. Genau. Und es brauchte nur noch ein Mix-Up. Noch ein Setup, dann kommt er raus. Das war einfach nur das Mid, da hat er nichts gedrückt. Ja, das war kein Mix-Up, das war einfach nur ein String. Ja. Und jetzt... Ja, und Dash Up. Wow. Und jetzt kommt... Wir gehen rein. Der Hard Read auf dem Assault. Der Hard Read mit der 3B-Tech. Ach du Scheiße. Ja, das ist eben auch ein OS gewesen. Das ist einfach Anti-Air-Tech-OS gewesen. Ach, das ist ein OS? Ja, ja. Okay. Wahrscheinlich hat das OS. Ja, nice. In der Situation hätte Eagle ja auch genauso gut werfen können. Also hat das gedrückt, vielleicht sogar sehr früh. Aber er hat dann einfach 3B und Rotik zusammengedrückt und das schlägt diese beiden Optionen, Wurf und Assault. Ja, und Sixty Mixy jetzt im Turnier und Matchpoint. Er drückt einfach ein paar Mal das Spiel. Ja, er kann sich's leisten. Nachdem er das Follow-up geblockt hat, diesen Down-Strike, hat Eagle einen kostenlosen Werkblock. Er kann die Distanz wieder verringern, weil eben Hilda keine Begrenzungsmöglichkeiten hat. Sie ist die mit Minus. Okay. Oh, da hätte Eagle, glaube ich, DPen können, theoretisch. Sixty Mixy natürlich jetzt ein bisschen im Nachteil, hat weniger Meter und ist im Vorpel auch... Jetzt hängt Eagle mit der relativ konservativen Pressure, der relativ konservativen UNIST Pressure. Ich will deinen Protect schlagen. Pressure an. Oh! Nice Barrier. Hard Read auf dem High-Low-Mix-Up dort. Ja, war natürlich High-Risk. Hätte er falsch geraten, dann wäre das Guard-Broken gewesen. Aber... Und jetzt kommen wir zu dem Break von Eagles Low Shield. Das war ein Overhead. Oh, verdammt die Kombo. Hilda hat nach ihren Dash-Norm sein Mix-Up, High-Low-Mix-Up. Oh, das könnte eventuell gewesen sein. Ja, das ist es, glaube ich, gewesen. Er hat alle Ressourcen, die er braucht. Er kann es ganz einfach beenden. Und das ist das Turnier. Damit ist unser Gewinner von Hessen Crash und Under Night Inbirth X Latest Sixty Mixy mit der Hilda. Mixi. Was für ein Setup, was für ein beeindruckendes Turnier von ihm. Auf jeden Fall. Trotzdem, good games an Crushing Eagle. Gut gespielt, aber Sixty Mixy sehr überraschend. Hat ein bisschen besser gespielt. Ja, und Dai, sein Bruder, ist happy für ihn. Hey! Ah, very nice, very, very nice. Das waren richtig sicke Matches. Gutes UNIST. Auf jeden Fall. Gutes UNIST. So, ich update nochmal den Score, just for good measure. Damit das quasi auch definitiv ist. Aber good shit, good shit. Really good shit. Ja. Und ja, das war's für Under Night Inbirth X Latest. Ja, das ist zu Ende. Ich weiß jetzt nicht, was als nächstes kommt, aber... Naja, jetzt hat das gültige Turnier ja schon, glaube ich, angefangen, oder? Es sollte um 17 Uhr starten, soweit ich mich erinnere. Ja, und ich muss auch noch spielen. Ich auch. Alles klar. Also mal schnell los hier. Ja, alles klar. Dann vielen Dank und viel Spaß noch. Ja. Ciao.